Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind live bei der iRacing GT Series, Saison Nummer 7, Event Nummer 3 für uns in 2015 vom Stream Event Nummer 1 aufgrund privater und letztes Mal technischer Probleme. Und wir befinden uns gerade im Training mit einer Minute 20 Rest. Und dann begrüße ich doch einfach mal ganz in Ruhe den Tom. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Thorsten. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Von mir auch ein herzliches Hallo an alle, die uns heute zuschauen bei unserer ersten Live-Übertragung von der GTS. Beim letzten Mal hatten wir leider etwas technische Schwierigkeiten, also der Thorsten. Ich habe krank im Bett gelegen. Wir hoffen, wir haben dann heute alles mal etwas ausgebügelt und dann wollen wir euch einen schönen Abend bescheren oder beziehungsweise kommentieren. Wir sind heute ein bisschen eher dran, haben wir uns gedacht, weil wir eh schon hier fertig saßen und gehen hier direkt live ins Practice. Ja, Thorsten, wie sieht's aus? Das übliche Bild oder sieht's anders aus? Ja, ganz an der Spitze derzeit das übliche Bild, nämlich derzeit noch, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, mir fällt gerade auf, ich muss hier mir noch kleines Overlay reinholen. So, genau, an der Spitze Jörn Jens, derzeit im Practice mit einer 1:46.090. Also der erste Fingerzeig in Richtung Qualifying. Dahinter Patrick Pichler, Christian Frank, richtig stark, Platz 3. Carsten Filmer, auch nicht schlecht. Ja, auch, Markus Hirak, also alles bekannte Namen, Fantini. Und dann kommt der erste neue Name, nämlich Lars Konrad. Dann wieder was Altbekanntes derzeit, nämlich Tom Valentini, Andreas Dürnberger, Stefan Petrat, Hannes Thaler, Sven Glatzel, Elmar Erlekotte und dann das nächste neue Gesicht. Jetzt ist die Session gerade zu Ende. Das nächste neue Gesicht ist Angelo Michel oder Michel. Da bin ich mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ja, der hat aber auch schon so ein bisschen für im positiven Sinne für Aufsehen gesorgt. Der ist nämlich nicht gerade langsam unterwegs, der Mann mit der Startnummer 110. Ja, da ist doch, glaube ich, genug Zündstoff heute für das erste Qualifying, was wir live moderieren. Alte Gesichter, neue Gesichter. Wir schauen mal, was bei rauskommt. Das Practice war vielversprechend. Und dann schauen wir mal, was jetzt gleich hier passiert. Genau, wir können ja in der Zeit, wir haben leider noch keine direkten Grafiken vorbereitet, während wir im Hintergrund sehen, dass die Fahrzeuge jetzt auf die Strecke rausfahren, die ersten. Gehen wir kurz auf die Gesamtwertungen ein. Als erstes die Teamwertungen, nur ganz kurz die Top 5. Pure Racing Team, Club Sport Racing, Hot Pursuit Motorsports, Team Heusinkwelt Engineering 2 vor Team Heusinkwelt Engineering 1. Das wäre die Top 5. Was wir noch ganz kurz ansagen können, zum Beispiel Indigo Racing, die sind aus der VRTCC und auch aus anderen Sim Racing Ligen bekannt. Markus Liebenstein, Michael Schöttler und Marcel T. Ja, befinden sich derzeit auf Platz 8 und da sind durchaus Leute dabei, die können das Team noch ein ganzes Stück weiter nach vorne bringen in der Gesamtwertung. Schauen wir mal, wie sich das heute und auch in den nächsten Events entwickelt. So ein bisschen Enttäuschung, Tom. Core Motorsports nur auf 10. Filmer, Giusa, Angelo, Michel. Tja, da müssen wir mal gucken, was da, wo es dran gelegen hat. Vielleicht schafften sie auch der Fehlerteufel oder einfach nur Pech. Ich muss gestehen, ich habe die letzten Rennen nicht verfolgt, weil ich auch wirklich krank da gelegen habe. Ich würde mal sagen, wir lassen das heute so ein bisschen auf uns wirken und schließen heute dann mal einfach damit an, wie die Performance der einzelnen Fahrer auf der Strecke ist und dann gucken wir mal, was wir uns daraus lesen können. Ja, es scheint doch etwas durcheinandergewirbelt zu sein, auch dadurch, dass sehr viele auf andere Autos gewechselt haben, der eine oder andere. Und ja, es verspricht einfach, dass es eine spannende Saison wird. Definitiv, also die Abstände an der Spitze sind ein ganzes Stück noch enger geworden in Form von, dass Fahrer dazugekommen sind, die eben auch das Level da vorne haben. Und die Autos sind ein bisschen besser balanciert. Da könnte man jetzt wieder wahrscheinlich eine stundenlangen Talk mit verschiedenen Fahrern machen, von wegen, nein, der Ruf ist besser, der McLaren ist besser, der ist schlecht, den haben sie verwurstet.
Auf Platz 1, das war Jörn Jens und der fährt, glaube ich, immer noch einen MP4. Können wir ja gerade mal. Nee, der fährt Z4, sorry. Der fährt Z4, ja. Der fährt Z4. Wer war im Practice auf 2? Hast du das jetzt noch im Kopf? Im Practice war, glaube ich. Wenn man es vorliest und sich nicht merken kann. Ich glaube, der Patrick Pichler war auf. Stimmt, so richtig. Ja, so, Patrick Pichler, also Pichler, McLaren. Kilmer auf der 3 und der Mats Sirak auf der 4. So, aber mit das ganz ist ein, geringen Abständen. Da ist ein Patrick Pichler mit der 1,46,260. Genau. Da haben wir aber ein schönes Bild. Also auf 1 war ein Z4, auf 2 dieser McLaren hier. Auf 3 Carsten Filmer im Ruf, respektive Porsche. Und auf 4 war Markus Jirak. Ford GT. Ja, richtig. Der ist noch an der Box, beziehungsweise quasi gerade nicht auf dem Server. Von daher, dann kann ich euch den nicht live zeigen. Aber wir haben alle 4 Fabrikate auf den ersten 4 Plätzen. Was wollen wir denn mehr? Ja. Das ist das, was ich meinte. Die Autos sind alle sehr ausgewogen. Die einen jammern, die anderen freuen sich, aber. Wollen wir mal schauen, wo es drauf hinausläuft. Genau. So, ersten Resultate sind eingetrudelt. Patrick Pichler hat die provisorische Pole derzeit mit einer 1,46,261. Genau. Gefolgt von Ronny Fantini mit einer 1,46,57. Ja. Ja, und das Rundenlimit gibt es ja immer noch. 6 Runden. Für. Ah, ich mach's jetzt einfach mal. Ich ziehe jetzt den Wasser und den Danner mal durch. Für unsere Millionen neuer Zuschauer müssen wir doch auch mal erwähnen, es gibt hier ein Rundenlimit von 6 Runden inklusive In- und Outlap. Das heißt, Outlap, 4 schnelle Runden, dann die Inlap. Und wenn man da drüber geht, gibt es eine Quali-Strafe zum Beispiel fürs nächste Rennen. Oder wenn man es regelmäßig mit Absicht übertreibt, auch durchaus härtere Sanktionen. Und wie man letztes Jahr gesehen hat. Genau. Jo, neue Pole mit 300. Vorsprung, Jörn Jens. Ja, das ist ja schon mal was, Jörn Jens. Gerade nach vorne geschoben, muss sagen, die Jungs haben dann jetzt gerade mal richtig ausgepackt, dann waren da eben die Trainingszeiten doch sehr gepokert. Waren doch wohl einige mit sehr vollem Tank unterwegs. Rocco Rost von Imba, der kommt gerade in die Box. Stefan Petrat, gucken wir mal, der ist derzeit auf 8. Und kommt jetzt gleich wieder auf Startziel. Und von der Geschwindigkeit her, na? Schauen, ob er durchbeschleunigt und. Jo. Mal schauen, wo die Uhr stehen bleibt. 1, 7 und 8 und 9 und 5. Ne, das wird keine. Oh, 1,47. Also das Overlay hat da irgendwas von 1,50 angezeigt. Ach so, genau. Die Runde war eine 1,50,9 und die schnellste ist eine 1,47,177. Das zeigt er dann bei Überfahren der Linie die aktuell schnellste Runde an. Ja. Das müssen wir auch noch vernünftig hinbasteln, dass uns die schnellste Runde dann angezeigt wird, markiert wird, wenn es eine PB oder eine Gesamtbestzeit ist. Gucken wir doch mal auf Carsten. Ist er unterwegs? Er ist unterwegs, ja. Er ist unterwegs. Das Auto ist auch noch ganz. Oh. Das ist wieder schade. der ist gerade auf seiner zweiten Runde. Schauen wir mal. Ich glaube, die wird dann doch nicht. Nee, das ist definitiv, egal wie schneller da jetzt war, das ist ein Off-Track. Die Runde wird also fürs Quali automatisch von der Simulation als ungültig gewertet. Richtig. Sehr schön, wirklich von der Sim oder von den Entwicklern reinprogrammiert, dass man hier wirklich gezwungen ist, sauber zu fahren. Dann schauen wir doch mal auf so einen Siegkandidaten des letzten Jahres, der sich dieses Jahr so ein bisschen schwer tut. Die Startnummer 5 war nämlich auch seine Gesamtpositionierung am Ende von Saison 6. Tobi Czerny, der ist auf den Ford GT gewechselt. Und ja, ich krieg's ja im Teamforum mit, der hadert da so ein bisschen. Er kriegt das Auto nicht wirklich so abgestimmt, aber wie er es haben will. Aber der Ehrgeiz hat ihn gepackt und das Auto geht mit Sicherheit einen ganzen Tick schneller. Schauen wir mal, ob er da über die Saison vielleicht heute schon so ein kleines
Zeichen für sich und für die Konkurrenz setzen kann. Ja, das Markus Jirak und Sven Glatzel machen es ja, ja. gerade vor, dass es eigentlich ja. mit dem Auto. Und Markus hat ja auch gestern das Pre-Qualifying 1.46.955, also damit müsste er einen Sprung nach vorne gemacht haben jetzt, Tobi, genau, auf 8. Na, bitte. Geht doch. Jupp, also. Sehr schön. Oh, ich sehe gerade, der Tobi hat den HPM-Sticker hier am Heck schief. Der Folierer, Kacke. Falls du uns hörst, Jan. Jan, du musst schnell nach Silverstone. Ich wusste es. Nimm den Team-Helikopter. So, ja, Teamwertungsführende sind Pure Racing, aber davon ist gerade niemand wirklich auf der Strecke, oder? Pure. Pichler, doch, Valentini steht in der Box. Oh, da tut sich was auf Platz 4. Erste gezeitete Runde von Markus Jirak. Jupp. Mit 1,46,641. 4 Zehntel fehlen. Ja. Er hat auch freie Bahn und ist gerade, Moment, auf seiner zweiten Fliege, jetzt, oder? Nee, das ist jetzt die zweite Runde, also er hat eine Lap completed. Ja. Müsste jetzt quasi die zweite gezeitete sein. Vielleicht geht da noch was, eine kleine Verbesserung. Er muss ein Zehntel, nicht mal, er muss 700stel finden, dann wird es auf 3 gehen. Mhm. Ah. Oder? Da? Nee, der rollt aus. Wer rollt aus? Also nee, ich rollt nicht aus, der lässt gerade ruhig angehen. Ich Markus? Ich glaube nicht, dass der Attacke fährt. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall so an. Sieht so aus, ja. Mhm. Vielleicht, auch vielleicht, er darf ja nur eine bestimmte Anzahl an Runden fahren. Vielleicht, entweder er teilt sich's ein in zwei Attacken, oder er fährt die zweite Runde ein bisschen langsamer, lässt die Reifen wieder ein bisschen runterkühlen und fährt dann die dritte Runde wieder auf Zeit. Also, dass er quasi immer die ungeraden Runden auf Attacke fährt und die anderen Runden eher zum Reifen abkühlen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wenn es einer weiß, dann Markus. Kann natürlich auch sein, dass Sven zum Beispiel was am Setup gefunden hat. Ja. Markus jetzt in die Box kommt, eine kleine Änderung vornimmt und dann nochmal Attacke fährt, die Möglichkeit hätte er ja. Ja, Sven scheint gerade auf einer schnellen Runde zu sein. Ja, der hat auch Windschatten schön, also in Silverstone genau. Durchaus. In Windschatten von Fantini. Ja. Und der wiederum könnte fast schon im Windschatten von Christian Frank sein. Ja, jetzt wird er hier ein bisschen aufgehalten. Oh. Ja, oh. Tja. Ja, und damit sind für beide die Runden im Eimer. Ja, genau das. Und da ärgert mich gerade Zweck. Da möchte ich jetzt gerne im Teamspeak sein. Ich auch. Ich glaube, da ärgert sich gerade einer heftig. Ja, beide, glaube ich. Ja. War auch so. Unglücklich. Ich weiß nicht, was Ronny, ob er ihn da durchlassen wollte und hat es aber auch nicht so angezeigt, weil. Ja, so, gut, das gehört halt dazu. Patrick Pichler ist auch auf keiner schnellen Runde mehr. Carsten Filmer vor auf 5. Hier haben wir einen neueren Fahrer, Lars Konrad vom Pure Racing Team auf 6. Und ja. Das beste unbekannte Gesicht für uns und die Zuschauer ist Martin Ascher. Hier dieser Z4 mit der 111. Also die dreistelligen Nummern sind alles Fahrer, die letztes Jahr in der GTS nicht gefahren sind. Die können in der Vergangenheit mal gefahren sind, aber definitiv nicht GTS 6, weil die anderen Startnummern sind immer die Endposition. Das ist immer sehr praktisch, auch für die Zuschauer. Und dann bleiben wir doch einfach mal hier bei Martin Ascher. Der hat 3 Laps completed, das heißt, der müsste jetzt auf seiner letzten schnellen Runde sein. Mhm. Ja, sieht doch so aus, als würde er am Attacke fahren. So, 7 Minuten noch im Quali.
Dann bleib du gerade mal bei Martin und dann guck ich mir mal gerade im Replay an, was da passiert ist bei Sven und. Ja, für mich sah es so ein bisschen aus, als wenn Ronny da ein bisschen mehr gebremst hat, als Sven dachte. Und dann haben sie sich leicht berührt und dann nochmal ein Ditcher und dann hat er sich weggedreht. Ich guck's mir gerade mal an. So, war da eine Verbesserung für Martin? Vom Timing her ja, aber irgendwie. Doch, der ist vor von 13 auf 12. Also eine Position gut gemacht mit einer 1,47,084. Der 12. ist. Jetzt muss ich rechnen. 8 Zehntel hinterm ersten. Also da sieht man schon, wie eng das zugeht. Achso, Tom, wir können im Übrigen auch wieder Werbung machen für die GT Endurance Series, die jetzt am Wochenende starten wird. Haben mit wir den 12 Stunden von Sebring. Erwähnt. Ich habe leider keinen Werbeteaser vorbereitet. Wir können es nur Nein. verbal machen. Oh, ja, dann mach mal. Ja, also. 28.3. Nee, 29.3. geht früh um 10 los, geht bis abends um 10, 12 Stunden Sebring mit Fahrerwechsel. Endurance Racing wirklich vom Feinsten. Ankommen ist da die oberste Priorität und wer auch neu in iRacing ist, solange ihr fair, sicher unterwegs seid, einfach www.virtualracing.org oder forum.virtualracing.org und angemeldet. Ja, und dann könnt ihr mit euren Moderatoren zusammenfahren, weil wir fahren da auch. Ja, aber bitte nicht uns zusammenfahren, sondern nur mit uns gemeinsam fahren. Das machen wir schon selber. Die da, richtig. Sollten wir uns vielleicht umbenennen in Kaltverform Racing? Wäre auch eine Idee. Ja, also ich habe mir gerade nochmal das Replay angeguckt von Sven. Tja, das ist halt, Sven ist halt mega spät auf der Bremse und hat halt nicht gerechnet, dass vor ihm so früh gebremst wird. Okay, ja gut. Und da gab es kein Entkommen mehr. Aber gut, Rennunfall, abhaken, weiter. So, jetzt haben wir hier den dritten Core-Fahrer im Bild, Angelo Michel oder Michel, aktuell eine 1,47,042 als PB und kommt jetzt gleich über die Linie. Das könnte eine Verbesserung geben. Nee. Ein Zehntel zu langsam. Leider nicht. Hat der noch eine Runde? Der hat noch eine Runde. Der ist gerade mal 3 Runden gefahren. Also wir bleiben jetzt einmal bei ihm. Ja, weil das haben wir ganz übersehen. Der Christian Frank hat sich auf Platz 3 gezogen, geschoben. Oh ja, stimmt. Dann holen wir den kurz mal ins Bild. Clubsport Racing, gewohnter Skin. Mit den, ich sag mal, orangenen Fahrerfarben. Mit einer 1,46,4 hat er sich schön auf 3 gesetzt. Ja, 2 Zehntel auf einen Jörn Jens und einen Patrick Pichler. Ja. Das ist schon ordentlich. Ja, das ist schon. Tobi inzwischen zurück, dann dadurch gerutscht auf 10. Sven auch nur auf 12. Der hat aber seine Runden auch schon absolviert. Der muss jetzt hoffen, dass zum Beispiel ein Andreas Dürnberger, der Mann hier, oh, der ist gerade ganz langsam unterwegs, Rundenzeit 1,50 und noch nicht mal über der Linie. Ich glaube, die nehmen nochmal gemeinsam Schwung, die beiden Pure Racing Fahrer. Weil Andreas hat noch eine Runde, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ah, da. Richtig. Ne, der hat 4 completed und bei 5 completed müsste er eigentlich.
Nein, er fährt in die Nee, Box. fährt in die Box. Okay, dann war's das für Andreas auch. Platz 15 ist jetzt vielleicht nicht ganz so das, was er sich erhofft hat. Dann gehen wir doch nochmal hier auf Lars Konrad, den anderen Pure-Fahrer. Der wird aber auch in die Box kommen. Und Angelo Michel wird ja auch in die Box. Also die sind eigentlich alle durch. Wer hat denn noch wenige Runden gefahren? Marcel T. von Indigo Racing. Neues Team, neuer Skin. Hat auch noch keine Zeit gefahren. Nee, der muss jetzt langsam mal. Der geht Ja. jetzt aber auch auf eine schnelle Runde. Dann holen wir doch das Auto mal ein bisschen näher ran, damit auch die Sponsoren. Ja, muss man sagen. Schön designtes Auto. Sehr schlicht, Schlicht, aber vor allem macht. hell. Ja. Wir haben so viele dunkle Autos inzwischen im Grid. Mit Schweizer Sponsor. Ja, ich glaube, Indigo Racing wurde gegründet von Michael Bräutigam, der schreibt für die Motorsport aktuell unter anderem oder hauptberuflich und ja, auf dem Weg, falls er guckt, Grüße an Michael und ich glaube, der wohnt in der Schweiz oder in der Nähe der Schweiz, Aha. daher wahrscheinlich die Connections. Immer diese Schweizer Connections. Die Schweizer Connection. Solange es Oh, nicht ein die. Schweizer. Solange es nicht die. Was war das? Die Kuba Connection? Nee, welche war das? French Ach, die Connection. French Connection. Gott, ich glaube, da waren wir beide noch nicht geboren. Nee. So, 17, 15 Sekunden noch im Quali. 1,13 aktuell der Runden-Timer. Und es geht jetzt gleich in die letzten Kurven. Für den Marcel T. von Indigo Racing. Und das würde mich. Ah, das war ein Off-Track, glaube ich. Ah, wer weiß, wer weiß. Ja, doch. Doch Marcel was? T. Nee, Marcel T. White Flag. Session. Stay change to checkered flag. Nee, ein Off-Track habe ich nicht drin. Aber auch keine Rundenzeit von Ja, der Stefan ist noch. Schmidt. Ja, der ist aber noch nicht über der Linie 1,47245. Das müsste für. Wird die noch gewertet von iRacing? Ich hoffe, dass die Session jetzt noch nicht als finished gewertet wird. 1,47, was war's? 2, Okay. 4, 5. Ja, doch, war seine schnellste Runde. Aber da ist er nicht. Nicht groß nach vorne kommen. Wir waren ja bei 1,46 waren wir schon. Sorry, da hatte ich die Zeit. Dann gucken wir doch mal in die Results. Ja, blend mal ein. Da sind sie. Also, ich lese mal die Top 10 vor. Jörn Jens, Patrick Pichler, Christian Frank, Ronny Fantini, Markus Hirak, Carsten Filmer, Valentini, Lars Konrad, Emma Erlekotte, Tobias Czerny. Und die Seite 2. Ich glaube, du siehst die noch nicht, oder hast du sie? Nein, sehe sie noch nicht. Dann lese ich weiter. 11, Angelo Michel, 12, Sven Glatzel, 13, Martin Ascher, 14, Hannes Thaler, 15, Andreas Dürnberger, 16, Stefan Keute, 17, Stefan Petrat, 18, Marcel T., die 19, Philipp Schallenberg, auch neu, die 20, Rocco Rost, Schöttler, Czerny, Halm, Groß, Breitz, Heine, Kiewit, Soltau, Hartenberg, Klotz sind die Plätze 21 bis 30 und die Plätze 31 bis 34 sind Grother, Schmidt, Kiermaier, Voss, wobei Schmidt, Kiermaier und Voss keine Zeit gesetzt haben. Kann auch sein, ich habe die Strafen nicht im Kopf oder im Überblick, dass die eventuell eine Quali-Strafe hatten. Also eine Quali-Sperre als Strafe. So rum macht's mehr Sinn. Ui, Ja. So, dann kommt der Indigo Racing Fahrer jetzt in die Box. Dann haben wir noch ein paar Sekündchen, dann ist die Session vorbei. Und dann geht's gleich los mit Rennen Nummer Uno. mit unserem Sprintrennen. Über wie viele Minuten, Tom, für unsere neuen Zuschauer? 20 Minuten. Wir haben 20 Minuten Rennen. Das ist das erste Rennen und danach haben wir ein 60-minütiges Rennen. Richtig deuten?
Richtig! Du, kannst du mich Heiko nennen, dann nenne ich dich Ach, Christian. ja, können wir machen. Wollen wir es heute mal durchziehen? Soll ich mir einen Sticker an den Monitor machen? Nein, bitte nicht. Ich bin Heiko. Wir können uns T-Shirts drucken. Ich bin Heiko. Ich bin Christian. Und Oh du je. bist RTL. Oh mein Gott. Ja. Wir kriegen nachher wieder gesagt, oh, ihr hattet wieder Spaß, ne? Ja, Ja, entweder richtig. das oder wir kriegen beide Post oder Virtual Racing e.V. kriegt Post von RTL Media AG, keine Ahnung, wie sie heißen, Ja. dass wir doch bitte Vernünftig sein sollen? ja, Nein. nein, nicht ihre Namensrechte missbrauchen sollen. Haben wir hier mal einen Fahrer, der schon im Grid steht? Ja, Damit ich die eine Kamera Menge. hier einstellen kann. Stehen schon eine So, Menge. da haben Sieht schon richtig wir. gut aus. Lassen wir doch mal die Kamera Classic F1 Oh. passen zu Christian und Heiko. Du, Heiko, was geht denn jetzt den Fahrer durch den Kopf? Ja, also ich glaube, Nicht der Heckflügel, sie stehen noch. ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Fahrer gerade vielleicht nicht ganz so konzentriert sind, weil gerade die Freundin leicht bekleidet aus dem Bad kam. Green, green, green. Green, green, los geht's! Okay, und das war der Start. Ah, Ja. beide vorne. Oh, hinten knallt's aber richtig. Das ist ein Core-Auto. Das ist. Aber vorne ist alles gut weggekommen. Ja, da können wir erstmal noch nicht. Wir bleiben vorne an der Spitze, tut mir leid. Richtig. Ich gehe mal gucken, wen es erwischt hat. Genau, wenn du mir sagst, wen es erwischt hat, dann können wir das Replay nämlich nochmal Ja, bin dabei. einblenden. Oh, Jemine. Also Der im hat Start aber. hat sich der Polesitter, hat sich Jörn Jens durchgesetzt. Markus schon hinten im Hintergrund unter Druck vom Pure Racing Fahrer, aber das geht alles nochmal gut. Und ansonsten ist jetzt so ziemlich Ordnung drin. Das hat jetzt bloß am Anfang, ich glaube, Filmer, Groß, Heine und Klotz, weil die haben alle Pit Time, laufen. Ja, ich kann dir auch sofort sagen, was passiert ist. Moment. Da gab es. Warte, Wir probieren das warte. jetzt mal mit dem Replay, liebe Zuschauer. Ja, ich sag dir, Ah, ich da weiß, haben wir was es schon war. im Bild, aber das war ein bisschen zu spät. Ja, da hat's richtig gescheppert. Und da stehen die Autos auch in der Box. Na, einige werden da wohl nicht mehr zurückkommen. Der Carsten? Ja. Ja. Ja, Carsten hat wohl den Start verschlafen. Oh, Richtig. okay. Nicht weggekommen und dann von hinten Nicht weggeräumt worden. weggekommen, Hinten kommt von die hinten Attacke. weggeräumt. Im Hintergrund kam die Attacke von McLaren auf den Ford GT. Doch nicht. Ei, Oh, wei. Angelo Michel hatte auch einen guten Start. Der kam da von einer zweistelligen Position, ist inzwischen auf 8. Ja gut, Ja, der hat das profitiert ganze vom Feld ist Unfall. durcheinander geräubert worden. Das ist Ja, definitiv so. Tobi Czerny auch schon wieder auf 9 vor. Wir blenden mal die Standing Gains ein, dann kann da jeder sehen, wer wie viel verloren hat und gewonnen hat. Also die Top 5, da sind die Positionen unverändert. Und die Startnummer 85 ist derjenige, der mit am meisten wundert, Michael Schöttler, auch von Indigo Racing, glaube ich. Genau. Hier hinter seinem Teamkollegen und unter Druck von Philipp Schallenberg. Ja, da ist noch einiges durcheinander gewürfelt worden. Ja, Carsten Filmer, 25 Plätze verloren. Der kam halt von fast ganz vorne. Ja. Ah, und Valentini, der knabbert hier immer an Markus' Getriebe.
Dann, wenn er ihm den sechsten Gang wegknabbert, könnte das mal was werden. Ansonsten im Hinterfeld. Ja, Positionen sind ziemlich bezogen jetzt gerade. Müssen wir warten, wie sich das entwickelt, wer mit den Reifen haushaltet. Wobei beim Sprintrennen sollten eigentlich alle ohne gröbere Schnitzer sauber durchkommen. Hier Alexander Voss, das ist der kleinste Abstand gerade auf Schallenberg. Und die Indigo-Fahrer, Voss war da auch verwickelt, der hat nämlich Schaden an der Front. Mal schauen, ob der sich dann hier so ein bisschen durchsetzen kann und vielleicht auf Platz 10 fahren kann, weil das würde die Pole fürs zweite Rennen bedeuten. Denn, wie unsere neuen Zuschauer noch nicht wissen, in Rennen 2 wird ja die Top 10 umgedreht. Also das Ergebnis von Rennen 1, die Top 10 starten in umgedrehter Reihenfolge dann ins zweite Rennen. Wir haben ja auch internationale Zuschauer. Soll ich das nochmal kurz auf Suahili rückwärts zusammenfassen? Nein, das brauchst du nicht. Unsere suahilischen Zuschauer kriegen ja immer unseren Untertitel mit. Das ist kein Problem. Ach so, das ist gut. Ich kann nämlich gar kein Suahili rückwärts. Dann. Aber um mal aufs Renngeschehen zu kommen, Jörn Jens. Geht schon wieder los. Jörn Jens setzt sich vorhin ein kleines bisschen ab. Ja, eine Sekunde. Ja, genau das. Verklickt. Der Patrick Pichler fährt gut 300stel langsamer pro Runde, also die letzte Runde momentan. 3/10 sogar. 3/10, ja. Dahinter der Christian Frank, aber noch im Windschatten von. Ja, die sind gerade fast die identische Rundenzeit gefahren, Christian und genau Patrick. Das. Und an und insgesamt hat der führende Jon Jens hat ihm 1/10 weggenommen. Genau, Christian Frank noch mal eine Sekunde dahinter eine Sekunde der Ronny Vantini. Markus Jirak konnte auch eine Sekunde. Auch eine Sekunde. Hat sich da immer noch keine Luft auf den Tom Valentini gemacht. Der hängt ihm wirklich hinten auch am Getriebe dran. Ja, 5/10 von waren es 3. Ja, dann sind wir schon beim Elmar Erlekotte von HPM. Der guckt sich das Ganze von hinten an. Dann unser neuer Angelo Michel von Core Racing. Und da ist der Tobi Czerny, GT4, geht doch, Platz 9, ich weiß gar nicht, was er hat, gut, könnte mehr, aber mein Gott. Dann der nächste neue Fahrer in Grid 1, Martin Ascher. Der würde die Pole derzeit haben für Rennen 1, richtig, ne? Rennen 2. Genau das. Ja. Aber ob er das jetzt gerade auf dem Schirm hat, bezweifle ich. Aber es freut mich, dass auch... Dass es nicht nur die altbekannten Gesichter sind, sondern dass wir ein schön durchgemixtes Feld haben. Oh, hinten hier Christian Kiewit gegen René Beitz. Also Ringo Beitz ist der hier, der gerade im Off war mit dem McLaren von Team Heusenfeld Engineering. Und der musste jetzt Hardenberg und Rost durchlassen. Und ist jetzt unter Druck von Hauke. Da dachte ich, der trifft ihn und dreht ihn, aber alles gut gegangen. Können wir doch mal ganz kurz onboard gehen. Ja, da muss man mal sagen, dass die drei sich da vorne jetzt wirklich sukzessive schön absetzen. Wiederum der Christian Frank ein bisschen auf mich da gut gemacht hat. Ja, und Jens fährt vorne fehlerfrei weg, würde ich sagen. Ja, jetzt sind wir hier bei Angelo Michel on board. Der jagt eben immer Erlekotte. Gerade eben waren es 3/10. Also wenn er das mal vielleicht so auf eine längere Gerade in den Windschatten mitnehmen kann. Und also der Ruf hat aus einigen Ecken echt deutlich bessere Traktion. Hier so, ja, mittelschnell, da
ist die Aero vom Z4 schon noch sauber, aber kurz vor Startziel kommt dann halt diese langsameren Ecken oder hier die zum Beispiel. Das liegt, glaube ich, dem Ruf am Exit dann deutlich besser. Sieht man jetzt auch. Ich glaube, dann können wir beruhigt jetzt mal die Ausfallmeldung durchgehen. Jo. Dann Tobias Soltau, Andreas Dürnberger, Lars Konrad, Carsten Filmer, Henrik Roos, Roman G. Heine, Robert Klotz. Die drei tut es mir jetzt ganz besonders leid, weil, wie gesagt, neue Fahrer, aber Racing. Wobei ich sagen muss, also Sven Glatzel kommt gerade in die Box. Ich glaube, da läuft's. Gucken wir mal. Schaden am Fahrzeug hat. Oh, Auto geht hoch. Ja, von der links, von der rechts von ihm aus gesehen. Scheint da wohl eine Delle zu bestehen. Wo haben wir denn jetzt hier? Ja, das ist wieder so ein klassisches Rennen 1. Die Positionen sind bezogen. Petrat Ascher, da könnte vielleicht ein bisschen was gehen. Also der Kampf um Platz 10. Oh, du bist sehr leise, Tom, falls du gerade offiziell was gesagt hast. Entschuldigung, ja, der GT von Sven Glatzel, der ist also wirklich definitiv sehr mit Leidenschaft gezogen worden. Ob sich da die Reparaturen auf die Lastrennen beim Sprintrennen in der Regel. Ja. Obwohl, es gibt ja diese 75% Ankommapunkte. Vielleicht fährt er ja nochmal raus, aber abwarten. Genau das. Aber zurück ins Geschehen, vorne an der Spitze, unverändert, die Abstände relativ gefestigt und gleich geblieben, klein bisschen mehr. Der Einzige, der ein bisschen verloren hat, ist der Zug hinter Ronny Vantini. Die hängen jetzt also 5 Sekunden hinter Björn Jens. Da gut eine Sekunde dahinter ist Markus Jirak, der immer noch den Tom Valentini hinter sich hat, yep, den nicht los wird. Der hat richtig Druck. Ja. Dann dahinter wiederum jetzt 1,5 Sekunden ist der Elmar Erlekotte. Angelo Michel vom Chor hält die Chorfahne hoch. Aber gar nicht so weit weg, würde ich jetzt mal sagen. Vom Elmar. Dahinter der Tobi Czerny. Ja. Doch recht interessant und durcheinander gewechselt, ne? Ja, ich muss ehrlich sagen, Christian Frank, wie gesagt, ich meine sowas immer nie böse, aber auf 3 hätte ich den jetzt auch nicht gesetzt, ehrlich gesagt. Nein. Markus Jirak musste aufgrund der Ergebnisse in Rennen in Event 1 und 2 durch die Pre-Quali zum Beispiel, war sicherlich auch ungewohnt für ihn. Glaube ich auch. Ja, und für die Teamwertung ist es für Race for Friends Team Allian natürlich wieder bitter, weil die sind nur zu zweit. Und wenn da einer wieder Pech hat, und immer wenn wir das thematisieren, ist es in der Regel Sven. Tut mir echt so tierisch leid, weil einfach, klar, persönlich sowieso, aber aus Moderatoren, aus neutraler Sicht ist es halt immer schön, wenn so lange wie möglich so viel wie möglich schlagkräftige Teams vorne mitmischen, weil
nichts ist doch schöner als eine Meisterschaft, Fahrer sowie Teammeisterschaft, die im letzten Rennen und wenn es nach mir ginge, ich alte Drama Queen, in der letzten Kurve entschieden wird. Ja gut, aber jetzt, wenn du jetzt mal auf die Teamwertung gehst, dann ist der Björn Jensen auch alleine auf weiter Flur, oder? Ja, der hat, ja, der ist mit Philipp Stamm gemeldet, aber Philipp, ich weiß nicht, ob der in Crit 2 fährt. Hab ich jetzt gerade auch nicht leider auf der Uhr. Soll er gerade nicht nachgucken. Könnte man höchstens mal über die Ergebnisse von Event 1 und 2 gucken, ob da Philipp Stamm Punkte geholt hat. Ich bin unterwegs, Crit 2. Nein. Ja, das ist natürlich auch immer bitter. So, hier Philipp Schallenberg, der kämpft immer noch gegen den Indie-Go-Fahrer, der Teamkollege Marcel T. Ein zweiter vorne von Michael Schöttler, der hat sich abgesetzt, so ein bisschen, sieht man, 2 Sekunden. Und dafür bekommt Michael Schöttler jetzt Druck eben von von Philipp Schallenberg und der will schon gerne noch einen Platz nach vorne. Ja, das ist so ein schöner Dreierzug, ne? Das, ich glaube, bei denen ist noch alles drin. Ja, Stefan Petrat dahinter auf 15, der war zwischendurch mal auf 10 oder auf 11, glaube ich. Ja. So, Valentini wieder, oh. 2/10, 3/10, oh, war da? Ja, schon? Ja, das war. War die denn ganz weit außen raus aus der Kurve? Schöttler? Nee, Jirak und Valentini. Achso, ja, dann gehen wir doch da wieder hin. Ja, da waren gerade 2/10 zwischen Valentini und Jirak nur. Jetzt sind es wieder 4, ja. Jetzt sind es wieder 3, also. Ja, je nach Streckenteil ist der Ford GT halt ein Tick besser. Fantini muss vielleicht sogar noch ein bisschen aufpassen. Ne? Das sind nur noch 1,3 Sekunden. Mal gucken, 3,5 oder ja, knapp 4 Minuten, 3,50 noch zu fahren. Ja, ich glaube, dass die zwei behaken sich zwar, aber sie behindern sich nicht. Also es ist jetzt noch nicht so, dass der Markus da gerade ein bisschen Kampflinie fährt oder so. Ich glaube schon, dass die zwei da hart kämpfen, aber immer noch schnell unterwegs sind. Und zu zweit mit Druck ist das doch immer ja, ein bisschen letzte anders, Runde waren sie letzte Runde waren sie ein beziehungsweise 2/10 schneller als Fantini. Ja gut, 2/10 bringt halt nichts, wenn es 1,5 Sekunden Abstand sind. Aber da spielt dann auch vielleicht mal der Kopf eine Rolle, wenn man dann plötzlich sieht, oh, der Abstand, das war noch gerade noch 1,3, jetzt sind es nur noch 1,1 Sekunden, verdammt. Und dann geht mal in der Kurve die Konzentration flöten und dann sind da mal in der Kurve 2/10 weg. Richtig. Und dann genau ist plötzlich der mentale Druck da. Den kann man nämlich, auch wenn man ganz ruhig im Sitz sitzt und nichts wackelt wie in realen Auto, den kann man wirklich in so einer Simulation, gerade in so einem Format wie hier oder in einer Liga wie in der VR, kann man das wirklich super trainieren, diesen mentalen Druck, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Ja, definitiv. Oder sie zu verlieren, definitiv, nach 4 Runden. Habe ich gehört, soll Torsten, es Leute geben? 3, Torsten, 3. Das weiß ich. Es waren gefühlte 5, es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Nein. Alleine, als die Mauer näher kam, bis der Einschlag kam, das war schon eine Ewigkeit. Ja, es ist. Vor allem, weil ich gar nicht live auf dir drauf war. Ich hörte nur, nein! Ja. Ups, also, nein oder oh, ist immer ganz, beim ganz schlecht. Beim 12-Stunden-Rennen in Daytona ist der Thorsten den Start gefahren, weil er unbedingt den Start fahren wollte. Und dann kam unsere Lieblingskurve, wo wir alle eigentlich ein kleines Problem mit hatten, dass wir nie so den richtigen Linie getroffen haben mit unserem Setup. Ja, und dann sind wir in der dritten Runde da parkend ausgestiegen. Nein, wir sind zusammen versucht weiterzufahren. Wir sind auch weitergefahren. Während wir hier
Angelo Michel Druck auf Erlekotte. Und zwar, ich glaube, Elmar vielleicht die Reifen verheizt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, wer weiß. Würde mich freuen. Also, nee, nicht, also jetzt keine Schadenfreude, aber finde ich klasse für einen neuen Fahrer, der dann hier direkt so mitmischt. Ja, man sieht jetzt auch, oder hat gerade gesehen, auf der Bremse, da kam er richtig, richtig nah ran. Ja, der ist dran, der ist dran. Nicht zu vergessen, Jörn Jens fährt vorne weg. Klingt wie Saison 6. Ja, genau das. Ja, das klingt jetzt so abwertend, aber man muss es halt wirklich neidlos anerkennen, ähnlich wie eine Martin Grönke, die Coanda-Fahrer, die sind da halt richtig, das ist immer so das Tickchen besser, ne? Ja, das ist so. Oh, jetzt ist er richtig, richtig nah dran. Also jetzt kann man beide, wie man so schön sagt, fast mit einem Handtuch abdecken. Wir gucken mal, Jörn Jens, ist der schon über die Linie? Jo, der ist schon über die Linie. Das heißt, jetzt gehen wir gleich in die letzte Runde, weil jetzt ist die Zeit rum. Und diese Runde wird hier noch fertig gefahren. Mhm. Und dann gehen wir direkt mal wieder zu Angelo Michel und Elmar Erlekotte. Während wir hinten das Ganze genau umgedreht haben, nämlich Voss gegen Czerny, also Core 4 HPM. Also musste Tobi den ledierten Alexander Voss doch noch durchlassen, aber hat 1,1 Sekunden Vorsprung vor Martin Ascher. Das könnte Platz 10 werden und damit die Pole im Rennen 2. Das wäre natürlich schon mal eine coole Sache. Ja. Kommt hier nochmal eine Attacke. Ja, das ist immer so. Es reicht immer nicht ganz, ne? Fehlt noch so ein kleines bisschen. So, wo ist denn Jörn Jens? Das wir nicht verpassen, wenn der über Start C kommt. Der soll ja gebührend gefeiert werden. Genau. Na, ein paar Kurven hat er noch. Da war schon die Kampflinie, hat man gerade noch so im Bild gesehen von Elmar. Und Angelo schiebt ihn fast und jetzt kommt der Teamkollege noch dazu. Also da sieht man, dass Elmar die wirklich gnadenlos aufhält. Tja, und viel wichtiger, gerade versucht noch in der letzten Runde der Christian Frank den Patrick Bischler abzufangen. Ja, das hat nicht ganz gereicht, die kommen gerade über Start C. Also Jörn genau, Jens ist durch, da ist er gerade über die Linie. Erstplatzierter Jörn Jens, zweitplatzierte Pure Racing Fahrer Patrick Bischler und der dritte von Clubsport Racing, Christian Frank. Da haben wir quasi drei verschiedene Fabrikate auf den ersten drei Plätzen. Dann Fantini, der komplettiert das sehr gute Ergebnis für Clubsport. Ja. Und Markus betreibt mit Platz 5 Schadensbegrenzung für sich und Team Allian. Genau das. Ja. Dann blenden wir doch mal ganz kurz die Results ein. Da sind sie nochmal im Überblick, die Top Ten. Jörn Jens, Patrick Bichler, Frank, Ronny Fantini, Markus Virak, Valentini, Erlekotte, dann der erste Rookie, Angelo Michel, Alexander Voss und Tobias Czerny. Also bis auf Angelo Michel haben dann wohl doch wieder die arrivierten Fahrer sich da durchgesetzt. Aber auf 11, 12 und 14 sind dann eben schon neue Leute. Also da hoffen wir doch mal aufs zweite Rennen dann. Ja, das wird auf jeden Fall das zweite Rennen sehr interessant, weil der rennt bitte nochmal kurz ein. Auf Platz 9, glaube ich. Wer? Der Angelo Michel. Angelo Michel, Achter. Achter? Der steht dann gleich ganz weit vorne. Mal sehen, wie weit das dann umsetzen kann mit Taktik und etc. Da ist dann wieder eine ganz andere Hausnummer. Dann machen wir das doch mal so. Ich guck mal, ob der im Teamspeak ist.
Nö. Aber wir könnten. Das wäre ja mal jemand Neuen, jemanden, wo wir die Stimme noch nicht kennen. Das wäre auch mal schön, aber was. Wir holen uns einen Christian Frank, der ist da, der wird doch mit Platz 3 richtig happy sein. Ja. Den hatten wir auch noch nie im Interview. Gehst du mal kurz in seinen Channel und sagst ihm Bescheid? Ja, sicher. Oder bringst ihn dann gleich mit einfach. Moment. Christian, wo ist es? Ich finde ihn nicht. Ziemlich weit oben. Ja. Ah, da. So, da bin ich wieder. Und dann holen wir uns den Christian Frank kurz zu uns. Er kann auch nur kurz, hat er gesagt. Muss ja. Er noch einen Sekt trinken. Hallo Christian, du bist live drauf. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Wie hat's funktioniert? Wie hat's geklappt? Erzähl uns was. Ja, also Qualifying war, ja, nicht ganz perfekt, aber ich sag mal, die anderen haben auch ja nicht ihre Zeiten wiederholen können. Insofern war es ja okay mit Platz 3 und Ronny zum Glück auf Platz 4. Ja, Start lief eigentlich ganz gut. Wir hatten gehofft, dass wir den Markus irgendwie hinter uns halten können über die Hangar Straight. Da hatte ich schon ein bisschen Bedenken, dass er mit seinem Ford einfach vorbeifährt an uns, aber war wohl ganz okay beim Ronny. Und ja, nach vorne, ja, Jörn hat sich ja relativ gut, sag ich mal, jetzt nicht massiv abgesetzt, aber doch immer so Stückchen für Stückchen. Und ja, beim Patrick hatte ich irgendwie gedacht, ich könnte vielleicht irgendwie nochmal attackieren, aber als ich immer mich mal so ein bisschen aufgeschlossen habe, war so ein kleiner Quersteher drin und dann waren wieder 2-3 Runden die Reifen nicht so gut und ja, war alles sehr, sehr eng, aber gut, ich glaube wirklich ein Angriff wäre da nicht drin gewesen. In der letzten Runde hat er nochmal einen kleinen Fehler gehabt, da hatte ich schon gedacht, ich könnte mal irgendwie was versuchen, aber zu riskant, nachdem ich die ersten beiden Rennen ja immer einen Lauf irgendwie einen Unfall hatte. Ja. Hätte ich heute Abend gern mal 2 Zieleinläufe. Ja, was rechnest du dir für Rennen 2 dann aus? Also startest ja, dann von 7? Irgendwas hinter Alexander Voss. Der ist ja auf, was ist der jetzt noch geworden? 9. oder was? 8. 8. ja. Haben alle durchgewunken. Nee, 9. ist er geworden. 9. Ja. 9. Ja. Ja, von 32 auf 9. Ach, Angelo Michel ist 8. geworden, sorry, verwechselt. Ja, ja, keine Ahnung, also ich starte jetzt von was auf? Von 7. 7 dann, ja. Keine Ahnung, ich hoffe mal, dass ich irgendwie so noch so 2-3 Plätze nach vorne komme, irgendwie, das wäre dann schon. Reifen jetzt über 60 Minuten ein Problem beim Ruf in Silverstone oder? Keine Ahnung. Okay, wir werden sehen. Werde ich sehen. Ich war bis Freitag nach dem Urlaub. Ich habe nur einen halben Long Run gefahren. Also, werde es mal sehen. Ja, dafür lief es ja im Sprint dann umso besser. Ja, so, ja, kann mir jemand bestätigen, wir haben noch 50 Sekunden, bis die Session schließt. Session schließt, ne? Ja. Ja, willst du noch jemanden grüßen, Christian? Sponsoren erwähnen? Weiß ich nicht. Den Daniel Schwipperich möchte ich gerne grüßen. Den Schwippi? Ja, dann grüßen wir alle mal den Schwippi. Der soll mal wieder mitfahren. Ja. Ja, dann danken wir dir fürs Interview. Jo, gerne. Und wünschen dir viel Glück fürs zweite Rennen. Ja, danke. Jo. Danke, Christian. Ciao. Ciao. So, das war Christian Frank von Clubsport Racing. Hatten wir jetzt auch die ganze Zeit so ein bisschen im Bild, ein bisschen Replay gepusht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann endet die Session jetzt. Wir blenden mal kurz eine kleine Break ein. What in Deutsch. Und machen uns dann mal auf zum zweiten Server. Und in der Zeit gehen wir alle mal Pipi, holen uns ein Eis und dann racen wir los. Bis gleich.
Da sind wir wieder. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt die Pause alle richtig genug. Das ist genauso wie wir. Ja, ich war nicht auf Klo. Hat dann wieder funktioniert. Ja, das sind jetzt nur... Jetzt fragt mich meine Frau tatsächlich nach dem Link für den Stream. Peinlich. Doch. Also, da müssen wir wirklich dran arbeiten. Ja, definitiv. So, jetzt haben wir hier einen der ausgefallenen Fahrer im Bild. Da können wir ja mal ganz kurz drauf eingehen. Das ist Stefan Schmidt mit der Startnummer 20. Das schwarze Simsing. Nee, das ist nicht Stefan Schmidt. Da, oh, totaler Quatsch. Sorry. Tobias Soltau ist das. Und der Vollständigkeit halber, Stefan Schmidt ist der ähnlich gefärbte Ruf, nämlich Simsing Pro, aber eben in Orange. Gefällt mir fast schon besser wie das Rot. Oh, Geschmackssache. Bist du müde? Nein. Gar keinen Fall. Ja, wir haben noch 2 Minuten 15. Bis zum Rennen. Ja. Liebe Zuschauer, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass am Sonntag ein Rennen der GTE ist? Thorsten. Nein, Tom, ist am Sonntag ein Rennen der GT Endurance Series bei virtualracing.org? Ja, es ist, und es ist total spannend, weil es ist ein 12-Stunden-Rennen in Sebring. Ja. Nachts. Also, wir fahren tagsüber, aber es ist halt im Nachtmodus. Und ja, und jetzt kommt der Knaller, wirklich. Wir fahren auch. Ich komme mir vor wie Mr. Snoot. Nein, Tom! Das ist noch nicht alles! Wir fahren da mit! Und die nächsten 5 Anmelder bekommen eine Thomas Lennackers Autogrammkarte! Nein, das können wir jetzt machen. Das machen wir jetzt. Die nächsten 5 Anmeldungen bekommen ein C&N-Cappy. Nein. Doch. Okay, dann machen wir das. Also, das ist jetzt wirklich kein Scheiß, das ist offiziell. Die nächsten 5 Teams? Das wären dann 15 Cappies, Tom. Oh Gott, nein, 5 Cappies gibt's. Ach so. Okay, also die nächsten 5. Ja, das ist aber doof. Haben wir nicht was schön? Machen wir einen Aufkleber. Für jeden Fahrer. Für jeden Fahrer. Die nächsten 5 Anmeldungen, ja, genau. Die nächsten 5 Anmeldungen bekommen einen Aufkleber. Genau. Und das nächste Team, was sich anmeldet, mit 3 Fahrern, ja, oder 2. Das nächste Team, was sich nach unserer Moderation hier anmeldet, also der nächste quasi, der bekommt von uns ein T&N-Cappy. Also das Team. 3 Cappies dann. Ja, meine ich ja. Mein Gott, ist das kompliziert. Ja, also, die nächsten 5 Teams, die sich anmelden, jetzt ab 21.30 Uhr, runden wir es mal, ja. Kriegen jeder Fahrer ein T&N Motorsport-Aufkleber und das erste Team, das sich ab 21.30 Uhr angemeldet hat, bekommt jeder Fahrer ein T&N Motorsport Cap. Genau, richtig. Blend doch mal ein Bild von dir ein, du hast sie doch immer an. Was? Oh, ja. Oh, ja. Es geht zwar gleich los, aber wir hier Moderatoren? Ja? Oh, nee, 0 Sekunden. Ja, warte, ja, mach mal. Dieses Bild, also links nicht diesen blauen Cap, das nennt sich Helm, sondern rechts daneben. Jetzt muss man ehrlich sein, es wird nicht ganz so gut an euch aussehen wie an mir. Oh. Tü-düm. Genau, dieses Cappy bekommt ihr, wenn ihr euch als erster jetzt nach unserem Stream hier anmeldet. Genau, und das ist kein Simracing-Team, das ist ein reales Rennteam, wer es noch nicht weiß, aus der VLN. Deswegen hat der Herr Lennart nämlich auch eine feste Kappe auf dem Bild. So, ja, dann sind wir live bei Angelo Michel, der auf Platz 2 steht. Ich nehme eine andere Kamera. So, da sieht man nämlich schön das Grid auf der Startzielbogen. Weißt du, warum in Silverstone die Startzielgerade eine Kurve ist? Nein. Weil schief ist Englisch.
Weil ist Englisch? Schief so. Ist Englisch, ja. Wow, so. Schlechtes Wortspiel. So, Ampel rot. Green. Ja, wir haben Start. Ja, sehr gut alle weggekommen. Ohne Startunfall bisher. Ja, bisher. Ja. Tobi kann die Pole halten. Hinten staubt's ein bisschen. Wir gehen mal ganz kurz einen Tick nach hinten. Immer so ein paar Sprünge, damit wir jede Gruppe mal so ein bisschen im Bild haben. Das scheint. Da kommt schon der Angriff von Alexander Voss auf den Tobi Czerny. Genau, da sind wir jetzt auch wieder live im Bild. Wir sind gerade mal so ein bisschen durchs Feld geswitcht und Tobi lässt den aber auch wieder durch. Mein Gott, Tobi. Den müssen wir echt mal ein bisschen Wettkampfhärte einprügeln. Der muss mal bei. Den, weißt du, was ich den mal schicke? Den schicke ich mal 2 Wochen zum Praktikum bei Core Motorsports. Also da sehe ich jetzt aber auch schon eine Tendenz. Alexander Voss, der ist jetzt heile durchgekommen, also kein Aeroschaden, kann nichts. Da glaube ich, dass der sich jetzt schon mal tendenziell absetzen wird. Hinten Angriff Markus auf Markus auf Elmar, der ist durch. Und Tobi steht schon wieder unter Druck vom nächsten Chorfahrer. Ja. Tut er. Von Angelo Michel, vom Rookie. Richtig. Und der hat aber auch schon den Tom Valentini hinten drin sitzen. Ja, aber der Abstand ist ein Tick größer. Ach so, ist eigentlich schon jemandem aufgefallen, dass der Tobi auf der Seite einen neuen persönlichen Sponsor hat? Nein. Ja. Converge. So eine CAD 3D-Software. Die Software hat er irgendwie in seinem Studium, Diplom oder so genutzt und dankenswerterweise sind die jetzt quasi Sponsor von HPM oder von Tobi. Coole Sache. Ah. Jo. Denn, liebe Zuschauer, falls ihr es nicht wisst, auch die Sim-Racing-Fahrer finanzieren. Da kommt der Angriff und ich denke mal, ja Tobi bremst. Tobi lässt ihn durch. Nee, nicht so wirklich. Ich glaube, Tobi will da drauf achten, dass er auf alle Fälle dann vor Valentini wieder rauskommt. Ja. Und jetzt ist er wieder innen. Und der Drops. Keine Berührung? Berührung? Keine Berührung? Keine Berührung. Doch, der Ruf hat eine Delle. Guck mal. Echt? Der Ruf von Angelo Michel vorne links hat eine Delle jetzt im Code für. Oh, Tobi. Und Tobi hat auch eine Delle vorne rechts. Also, ja, sieht man auf dem Nummernschild. Ja. Ja, die Tür vorne rechts, das ist doch, er fährt quasi ja HPM T&N Motorsport, da muss eine Tür kaputt gehen. Richtig. Also, die geht ja nicht. Spielt jetzt gerade alles dem Markus Hirak auch in und dem Elmar, ja. Tock. Da hat der Markus gerade ein kleines bisschen angeschoben. Hui. Ja, das ist jetzt hier richtig eng zusammen. Wir nehmen mal eine Kamera, die so ein bisschen mehr Übersicht bietet. Beziehungsweise wir halten einfach mal ganz kurz die Klappe und gehen mal ganz kurz auf die Staticams und genießen ein bisschen Motorsound. So, da kommt der Angriff Valentini und der ist jetzt definitiv durch. Also Tobi jetzt schon zurück auf 4 quasi. Und ich glaube, da wird der Angriff von Markus direkt hinterher folgen.
Ja, der wird nicht lange warten lassen, auf nee. Sich warten lassen. Und von hinten droht die weiß-lila Gefahr mit den mintfarbenen oder mit den hellblauen Spiegeln. JJ ist im Anmarsch sozusagen. JJ. Oh, wir haben einen neuen Spitznamen. JJ. Ja. Das ist gut. Oh ja, der ist aber wirklich dermaßen rangefahren gerade. Respekt. Und da ein Christian Frank zum Beispiel definitiv auf Ankommen fährt, wird der den, glaube ich, sobald da eine Attacke kommt, auch ziehen lassen. Ich gehe mal ganz kurz auf Jörn. Jens. Ja, 7/10 schneller. Ah, hier geht's schlecht, ehrlich gesagt. Die Ecke bietet sich nicht wirklich an für eine Attacke. Und hier durch die Assist, da muss man wirklich dranbleiben, versuchen trotz der fehlenden Aero auf der Front nah dran zu bleiben. Und dann will die Startnummer 1 natürlich den nächsten Schritt tun, nämlich von 8 auf 7. Jo, da kommt die Attacke und ich glaube Christian zieht raus, um ihm den Windschatten zu nehmen. Oh, Markus neben Tobi, aber außen. Das ist gerade die Stelle, wo Tobi schon die Delle in die Tür bekommen hat, aber diesmal geht's gut. Weißt du, die Fortfahrer unter sich, weißt du, die passen aufeinander auf, weißt du? War das nicht BMW? Achso, oh, sorry. Ich komme aus dem Osten, ich kenne mich mit den Westautos nicht so aus. Ach so, ja. Ja. So, was haben wir denn im Hinterfeld? Haben wir denn schon Ausfälle? Also wir haben auf alle Fälle schon Leute mit Boxenstops, nämlich Ascher, Kiermeier, Breitz und Filmer hat einen Ausfall. Gut, der wird wieder Internetprobleme haben. Richtig, das heißt wieder, ja, immer noch. Ja, eben. Glaube ich. Jo, ja. Peter Kiermeier, Ringo Breitz steht in der Box. Wir gehen mal ganz kurz Martin auf Ascher die beiden. Leider. Wir gehen. Ah, jetzt habe ich hier keine vernünftige Kamera. Nein, 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 nein. Haben die Schaden? Ja, also Breitz hat Schaden. Nee, Breitz ist dahinter, sieht man schlecht. Kiermeier hat Schaden. Ascher auch. Petrat ist schon raus. Also okay, da haben wir schon mal 4 Ausfälle. Beziehungsweise. Oh, Alexander Voss. Fehlt mir. Na, da ist er wieder. Das war nur ein kurzes Verbindungsproblem. Der hat sich schon richtig abgesetzt. 4,5 Sekunden auf seinen Teamkollegen, auf Angelo Michel. Gehen wir mal kurz durchs Feld. Valentini verfolgt ihn auf 3. Dann die Kampfgruppe Czerny, Jirak, Erlekotte, Frank, Jörn Jens, dann Fantini. Und die Top 10 komplettiert das Berlin Recycling-Fahrzeug, Stefan Keute. Und hier haben wir einen Zweikampf unter Teamkollegen. Ein Grother gegen den Bruder von Tobi, gegen Alex Czerny. Ah, Hock auf 19. Komm, Junge. Könnte ein schönes Ergebnis werden. Und SimSync Pro-Fahrer Stefan Schmidt, der ist derzeit 20. Ja, dann, wo wir gerade so durchs Feld gehen, möchte ich eigentlich mal den Alexander Voss erwähnen und den Angelo Michel, weil wenn man sich das mal genau betrachtet, dann ist der Alexander Voss gerade 4,1 Sekunden vor. Ja, 4,8 wird mir jetzt schon angezeigt. Ja, das ist also wirklich Respekt. Der Tom Valentini hinterm Angelo Michel. Auch unser Rookie, wie du eben gesagt hast. Ja. Und dann habe ich so das Gefühl, dass der Tobi Czerny und der Markus Jirak so ein kleines bisschen das Feld hinter sich aufhalten. Ja, ich glaube nicht mal, dass Markus aufhält. Ich glaube eher, dass Tobi jetzt wirklich derzeit aufhält. Ich glaube, wenn Markus ruhig ist, dann würde der da schon wegziehen. Elmar sieht mir eher so ein bisschen aus, der kommt auch nicht so richtig an Markus ran, als wenn der
als wenn die da hinten schon einigermaßen dieselbe Pace gehen. Ich glaube, Christian Frank hält den Jörn Jens ein bisschen auf. Der guckt dann mal kurz. Jetzt kommt wieder die Attacke von Markus innen, aber ich glaube, das reicht nicht, wenn Tobi da jetzt die Tür... Ja! Das reicht. Hat die Tür offen gelassen. Ja, ich glaube, den hat es ein bisschen rausgedrückt und dann sieht das aber auch ein fairer Zug. Ja, jetzt sehen wir es gleich, ob er schneller gehen kann. Oh ja, der setzt sich direkt ab. Alles klar. Oh, hinten kriegt Stefan Keute Druck von Michael Schöttler. Also für das neue Team für Indigo Racing könnte hier eine Top 10 drin sein. Das wäre, glaube ich, eine coole Sache. Wo ist der Teamkollege Marcel Thier auf 14? Genau. Oh, Patrick Pichler nur 12 da und kommt auch nicht so wirklich ran. Sven Glatzel inzwischen vor auf 16. Wir blenden mal hier wieder die Gewinne und Verluste ab der Startposition ein. Also Tobi Czerny, derjenige jetzt hier in den... der am meisten gewonnen hat, die 68, Lars Konrad. 13 Plätze zusammen mit Sven Glatzel, auch 13. Holen wir sie doch mal ins Bild. Da ist Sven und dahinter der Pure Racing McLaren, das ist Lars Konrad. Achso, ich muss... Warte mal gucken. So, ja, ich muss Grüße nach Berlin schicken. Oh, oh. Oder wir. Ist sie... Ja, sie guckt und ich habe per WhatsApp schon 3 Lachsmilies bekommen mit Tränen in den Augen. Warum? Ich weiß auch nicht. Weißt du, wir moderieren hier top seriös. Ja, genau das. Ja. Heiko. Was soll das? Ach, bitte. Ich verstehe es. Ja, man, weißt du, wenn man wie wir Millionen Zuschauer hat, da sind dann auch mal welche drunter, gerade wenn es... Weißt du, ich lasse mal den Schovi raushängen. Dann gucken Frauen schon mal Motorsport, weißt du. Und dann... Ja, Grüße an meine Freundin Silke in Berlin. Ja, von mir auch. Schönen Gruß. So, Markus konnte sich aber doch nicht so wirklich absetzen. Ist jetzt 9/10, naja doch. Letzte Runde war er, warte mal, die kommen jetzt gerade über die Linie. Markus eine 1,47,7 und Tobi 1,48,0, also fast eine 1,48,1, 3/4 Zehntel. Ja. Obwohl der gerade, der macht dann gerade auch schon mal Zeit gut auf den Tom Valentini vor ihm. Jetzt ist halt die Frage, was die Taktik wieder von Markus sagt. Markus war ja sonst auch immer gerne so ein, oder Sven, so ein Taktikkind, früh stoppen, aus dem Verkehr raus. Aber ich glaube, das macht jetzt in der Situation gerade keinen Sinn, weil er hat noch 1,8 Sekunden bei, sagen wir mal, 3/10 pro Runde schneller. Sind das mal 4, 5, 6 Runden, die er quasi unbedrängt fahren kann. Für wen es vielleicht Sinn macht, wäre zum Beispiel Jörn Jens. Außer der ist wieder auf einer Null-Stop-Strategie. Weil der hängt hier im Verkehr und verliert eben Zeit auf die Spitze. Der hat jetzt schon 11 Sekunden Rückstand auf den Führenden, auf Alexander Voss. Ja. Das ist wirklich schon heftig. Oh, schöne Grüße zurück. Oh, ist das interaktiv! Das ist der Wahnsinn! Gott. Was von vernetzt hier. Weißt du? RTL muss wahrscheinlich irgendwelche Twitter-Meldungen faken, damit ihre Zuschauer sich melden. Bei uns geht das per WhatsApp. Wir haben schon persönlichen Kontakt hier. So, hier im Hinterfeld um Platz 14, 15, schöne Dreiergruppe zwischen Marcel Tirocco Rost und Marcel Hartenberg. Das ist der Mann mit dem weiß-schwarz-roten Ruf. Hier Rocco Rost und eben Marcel T. Ich glaube, das müssen wir so ein bisschen von den Abständen mal im Auge behalten. Da könnte es nämlich durchaus mal passieren, dass da mal Autos nebeneinander sind.
Genauso ja, hier auch Schöttler gegen... Einige Kampfgruppen, die sich da gefunden haben. Ja, Schöttler Keute, dann hier Erlekotte gegen Fantini oder Fantini gegen Erlekotte. Oh, Elmar hat auch schon eine Delle, wobei das kann auch sein, wenn man zu hart über den Körper räubert, dann verformt sich gerne mal so ein bisschen der Kotflügel oben, die Luft auslässe. Ja, das ist halt ein GT3. Genau. Festgestellt war, ne? Das ist ein französisches Modell, ein ja. Damage. Französisches Bauteil. Amage. Amage. Oder Damage. Tja, Union Jens hängt immer noch hinter Christian Frank. Also mal ganz ehrlich, wir kennen die Pace, die er sonst fährt. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit letztem Jahr, würde ich fast sagen... Puh. Jetzt kommt... Nee. Nullstopp-Strategie. Doch. Meinst du? Ja. Ja, Silverstone aber mit den vielen schnellen S's, wo du im Windschatten bist, wo du dann halt vielleicht... den Grundspeed vom Auto eben nicht ausspielen kannst durch die schlechtere Aero, dann hast du halt auch nicht die Möglichkeit, dich vor den langsamen Ecken da wirklich mal entscheidend daneben zu setzen. Du kannst ja den Gegner nicht wegbomben. Also du kannst es schon machen, aber... Ja, blöd, ne? Ja. Ja. Und Alexander Voss 7,5 Sekunden vorneweg, beziehungsweise auf Platz 3 schon 8 Sekunden. Und Markus hat nur noch eine Sekunde, ne? Auf P3. Ja, richtig. Ich bekomme gerade die Insider-Info. Die Insider-Info? Ja, eine Nullstopp-Strategie ist nicht möglich heute. Oh, stimmt. Stimmt, die Tankmengen wurden ja angepasst. Dann? Dann behaupte ich jetzt mal... Nee, Tom, also wenn ich mir das Auto so angucke, der Jörn ist nicht auf einer Nullstopp-Strategie. Nee? Da muss ich dir widersprechen, ja, ja. Wir können ja wetten um ein Tionen Motorsport-Camp. Super. Oh, Angriff von Christian auf Tobi und Tobi. Komm, schmeiß die Tür doch zu, du bist vorne. Meine Güte. Oh, die gehen zusammen vorbei. Die gehen zusammen vorbei. Three, three, war, fünf. Fast. Ja, oh, immer noch zwei. Boah, oh. Tobi, hast du gesehen, wie sehr der da eingelenkt hat? Um da... Ich glaube, dem hat es jetzt so richtig die Vorderreifen weggebrannt. Mal gucken, was jetzt... Und wer hat sich da gerade verabschiedet in der Kurve? Glaub mal gucken. Hat sich irgendeiner gewaltig verbremst? Ja, wenn du mir sagst, wer, dann gucken wir mal, ob wir das reinkriegen. Der Ronny Fantini. Ja. Der hat sich gerade gewaltig verbremst, wie wir auf... Stimmt, der hat den Off-Track, ja. da rödelt er nämlich noch durch die Kur, ja. durch die Wiese. Genau, da hat er direkt auch mal eine Position eingebüßt, nee, noch einer eingebüßt. Wow, und dann räumt den der Schöttler fast weg. Pui! Mhm. Und von hinten kommt noch das, also wir sind nicht live, wir sind im Replay noch. Boah, da hat aber knallhart gesagt, nur meine Position. So, jetzt sind wir wieder beim Live-Bild. Ja, alles gut, ne? Kann man machen, ja. Mal so. So, Tobi jetzt auf 6 zurück und Jörn Jens im Nacken. Ah, Christian Frank hat sich schon direkt abgesetzt, ne? Mhm. 8 Zehntel. Gucken wir mal. Peter Kiermaier, der fährt wieder mit 2 Runden Rückstand, also der ist wieder rausgekommen nach einem 80 Sekunden Stopp. Und gucken wir doch mal hinten ins Feld, da haben wir Andreas Dürnberger mit den gelben Spiegeln, der hat auch schon Schaden und der wird jetzt gleich wahrscheinlich überholt von Hannes Thaler, der seinerseits aber auch schon eine Delle hat, also hier kämpft quasi so ein bisschen aerodynamische Not gegen mechanisches Elend sozusagen. Ah, und Pichler hier gegen Schöttler.
Da war Pichler in der letzten Runde. Nee, da war langsamer. Wohl, da war, das war die Runde mit der, mit dem Fantini-Zwischenfall. Also wenn man das so sieht, würde ich sagen, dass dieses Jahr echt die Karten mal komplett neu gemischt sind, ne? Finde ich klasse, aber gut, kommen auf die Taktiken an. Naja, von den Fahrern her, ja, komplett neu gemischt. Wir haben schon immer noch die altbekannten Fahrer mit vorne dabei, aber eben... Gut, wir haben... Es ist nicht mehr so deutlich, glaube ich, dass einer so... Genau das. Genau also, das. Das gut, der Sprint hat... keiner mehr. Ja, den Sprint hat natürlich Jörn Jens dominiert, aber jetzt im Verkehr tut er sich da auch schwerer, sage ich mal. Jetzt hat er ein bisschen freie Fahrt, 8 Zehntel bis auf Christian Frank und wir haben noch 39 Minütchen. Ja, da ist also noch gar nichts, so ja. Überhaupt nichts. Da könnte man ja nochmal erwähnen für die Zuschauer, die es vorhin vielleicht nicht mitbekommen haben, GTE-Saison, ne? Am Wochenende geht's los und die ersten Teams, die sich nach 2030 anmelden, bekommen alle Fahrer des Teams in T&N Motorsport Sticker. Und das erste Team, das sich ab 2030 angemeldet hat, bekommt jeder Fahrer in T&N Motorsport Cap. Meldet euch jetzt nicht mit 10 Leuten zu so einem Rennen an, ja? Also da achten wir schon drauf. Dann gucken wir nämlich zur Not nur die Leute, die dann auch wirklich gefahren sind. Ja, das behalten wir uns vor, wenn er euch anmeldet und dann nicht fahrt, das zählt nicht. Dann nehmen wir den zweiten. Das soll ja schon belohnt werden, dass ihr mit uns auf dem Server seid. Da Elmar gegen Tobi. Mal gucken, wie die Teamkollegen sich einigen. Ich hoffe, gütlich. Ja, Tobi steckt zurück. Ich glaube, dem gehen die Reifen vielleicht so ein bisschen ein. Und dann macht das auch keinen Sinn. Dann macht man sich die Reifen mehr kaputt, wenn man da unendlich fightet. Ansonsten, jetzt sind die Abstände so ein bisschen bezogen. Na, hier Glatzel gegen Rost. Das ist jetzt gerade so das engste Duell mit Hartenberg und Konrad dahinter. Ja, auch die Kampfgruppe hinter Rocco Rost ist... eigentlich recht interessant. Ja, die haben wir gerade. Rocco Rost, oh, Glatzel, oh, okay, Hartenberg. Okay. Ja. War gerade etwas unaufmerksam. Jetzt kommt die Attacke von Sven. Ja, aber Rocco ist vorne in der Kurve, schmeißt dann die Tür zu. Das ist sein gutes Recht. Ja, das ist Z4 stark auf der Bremse, ne? Letztes Jahr saß der Sven in einem Z4 und da war seine Stärke. Ist eh ein später Bremser und dann noch der Z4 dazu, das war schon immer eine Hausnummer. Jetzt muss er gleichzeitig noch gegen Hartenberg verteidigen, also super interessant gerade. Immer mal ein bisschen die Spitze im Auge behalten, da sind die Abstände aber gerade so im 5 bis 8 Zehntel bereit. Oh, Markus kommt an die Box. Die Markus ist doch sind eröffnet, jawohl. Ja, Markus fällt zurück, also der muss in die Box, genau, der fährt 70, 71, das ist Boxenlimit. Ja. Gerade in die Box. Wollen wir mal gucken, was er kriegt, vielleicht sehen wir es. Ja, man sieht nur, ob das Auto hochgeht und anhand der Zeit könnte man es dann... So, Glatzel, jetzt die Attacke in T1 und... Ja, Rocco steckt da auch nicht zurück. Und dann geht's für Sven vor von 14 auf 13. Ah, Markus kriegt noch neue Reifen. Ja, ich glaube, die werden alle Reifen wechseln. Oh, wer weiß. Ja gut, wenn man so langsam wie wir ist, braucht man keine neuen Reifen, weil wo nichts verschleißt, muss man nichts wechseln. Nein, das ist was anderes. Obwohl, wir fahren ja natürlich die Yokohama Geheimmischung. Genau. Obwohl, jetzt heißt es gesagt, jetzt ist es nicht mehr geheim, ne? Ja, doch, klar. Ja, hört ja keiner zu, ne? Richtig.
Ah, Jörn Jens, 4 Zehntel an Christian Frank dran. Gerade waren es 3, also so richtig drückend ist das nicht. Jetzt sind es 2, 1 Zehntel. Gucken wir mal, ob da jetzt gleich eine Attacke kommt. Aber weißt du, was mir immer auffällt, moderatorentechnisch? Ich habe immer die ganzen Kurvenbezeichnungen nicht im Kopf. Ne? Können wir nicht einfach das ganze Jahr Nordschleife fahren? Ja, dann wäre es einfacher. Ja, aber die wird ja kommen. So, und jetzt ist Christian Frank ins Off gefahren? Ne, da ist er. Na, der hat ja die Tür offen gelassen. Hat vielleicht auch gemerkt, dass das auf Dauer nichts bringt. Hängt sich jetzt so ein bisschen an Jörn Jens ran. Vielleicht kann er sich im Windschatten ein bisschen wegziehen lassen. Im Hinblick auf Elmar Erlekotte. Das sind 5 Sekunden. Hat er da Vorsprung. Und war auch die letzte Runde ein Zehntel schneller als Elmar. Also, ja, vorne sind die Positionen bezogen. Wir müssen jetzt mal schauen, wo ein... Wer war denn noch? Pitten alles schon. Pichler, Kiewit, Lars Konrad, Dürnberger. Ja, wobei Dürnberger Schaden eine Delle hatte. Das kann natürlich auch sein, dass er seinen Stopp deswegen vorgezogen hat. Fantini steht gerade in der Box. Der ist jetzt wieder raus mit 27, nee, der hat eine längere Standzeit. Der hat 32 Sekunden Standzeit gehabt. Markus 27,4 Sekunden. Zum nächsten Rennen machen wir uns mal noch schlau über die Verbrauchswerte der Autos so ein bisschen. Ja. Wir könnten natürlich gerade nachfahren. Wir holen einfach mal einen Markus zum Interview während der ja, spontan. Das hätten wir während dem Stopp machen können, ne? Live aus dem Auto. Könnte ihn ja gerade mal fragen. Ja. Markus hat ja gestern auch wieder geschickt von den Fragen von zu seinem Privatleben abgelenkt, ne? Fällt mir gerade auf. Aber das thematisieren wir jetzt aber nicht im Stream. Nein, bitte nicht. So, irgendwo ist in den Standings jetzt hier ein bisschen eine Verschiebung da. Valentini, der steht. Nee, der steht nicht, sondern der fährt, der kommt zum Stop. Hinten, das müsste... Kiermeier oder Petrat sein. Das war der weiß-blaue Heusenquelt Porsche. Ja, und dieser Mann dominiert bis jetzt die erste Rennhälfte, kann man so sagen. Alexander Voss, der hat 11 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen, 13 Sekunden auf Jörn Jens und 14. Ja, es reicht halt nicht, um einen kompletten Stopp rauszufahren, ne? Nein, das glaube ich nicht. Also wenn ich den Stopp sehe von Markus, der ist gefahren 27 Sekunden war der Stopp. Ja, Valentini hatte zum Beispiel nur 17,4, ne? Also der wird keine Reifen gewechselt haben, glaube ich. Nein. Oh, der kommt nochmal. Dann wäre der Stopp noch kürzer, aber ohne, aber zweimal und dann den zweiten mit Reifenwechsel. Ich weiß nicht, ob das taktisch so viel Sinn macht. Bei 90 Minuten hätte ich gesagt ja, aber bei 60 bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Können gleich, ich habe gerade mal nachgefragt, ob eine Einstoppstrategie funktioniert. Ich bin leider in Silverstone keinen Long Run gefahren, sonst könnte ich es sagen. Wobei mir einfällt, üben müssen wir auch noch. Ach, Training ist überbewertet. Wir machen das durch Talent und Wahnsinn wett. Coco Rost kam da jetzt, glaube ich, in die Box. Genau, da ist er. Deswegen jetzt Alex Czerny und... Oh, Alex Czerny jetzt vor auf 9 inzwischen. Also da sind jetzt einige Stoppen, ne? Ja. Müssen wir so ein bisschen im Auge halten. Wer war denn da noch vorne mit dabei? Fantini war recht weit vorne mit dabei. Valentini, den haben wir ja gerade gesehen. Ne, und der Rest ist noch...
Ja, man sieht es jetzt auch im Stream, im Overlay, wer stoppen war, wer nicht stoppen war. Also ab Platz 16 haben alle schon einen orangen Punkt, also einmal mindestens schon gestoppt. Das ist jetzt auch vorne so ein bisschen durcheinander gerutscht. Ja, Stefan Keute zum Beispiel vor auf 6. Der ist richtig, der ist 1,2 Sekunden dran an Elmar. Also Elmar, ich glaube, der wünscht sich neue Reifen. Mhm. Schauen wir mal, wer seinen Stop sauber hinbekommt, wer vielleicht ein bisschen zu weit rutscht, zurücksetzen muss, um sauber in seinem Pit-Stall drin zu stehen. Dann verliert man da auch gerne nochmal 1, 2 Sekunden. Das kann dann halt entscheidend sein. Wir hatten ja letztes Jahr in Zolder und in Zandvoort so eine Situation, wo Carsten gerade so knapp aus der Box kam und es dann am Boxenausgang zu einem Unfall kam. Mhm. So, Elmar kommt und Stefan Keute kommt aber auch. Und Voss ist auch in der Box. Stimmt. Ja, der steht schon. Ja. Also Frank, Jens, Michel, das sind die, oder Michel, das sind die, die noch nicht stoppen waren. Marcel T. auch noch nicht. Der ist jetzt vor auf 4 gerutscht dadurch. Und Sven Glattel kommt auch gerade in die Box. Also ich glaube, das ist jetzt so das Fenster, wo man kommen muss, weil dann hat man sich den zweiten Stint, ist das quasi halb und halb eingeteilt. Jörn Jens ist aber an Angelo Michel schon mal auch richtig rangekommen. Das sind jetzt nur noch eine Sekunde, ne? Mhm. Ja, das ist... Ich glaube, der hat gut gehaushaltet mit seinen Reifen. Aber ich nehme an, dass der auch gleich kommen wird. Also, der kann ja auch keinen Sprit reinzaubern. Ne? Das ist ja nicht. Ich bin mir bei den Quanda-Fahrern dann nicht manchmal nicht so sicher. Nein. Vielleicht also, es sei ja nicht. Ich glaube, Sprit ist hier taktisch nicht so der limitierende Faktor, sondern ich glaube dann eher die Reifen. Manchmal sagt man sich, ich versuche so und so viele Runden oder so und so viele Minuten zu fahren und wenn man dann merkt, nee, ich hatte zu viele Rutscher drin, dann muss man manchmal halt 2, 3 Runden früher kommen, weil rumrutschenderweise, das macht ja dann alles keinen Sinn. Patrick Pichler, ist das ein Ausfall oder hat er nur gerade Verbindungsprobleme? Moment. Ne, es sind Verbindungsprobleme. Jetzt ist er wieder da. So, da kommt Angelo Michel, unser aktuell Führender, und Jörn Jens ist ihm direkt nachgezogen. Ja, und der Pit Entry von Jörn Jens, der war deutlich besser, ne? Mhm. Das können auch so 3, 4 Zehntel sein, die man sich da holt. Christian Frank bleibt noch eine Runde, holt sich eine Lead Lap. Und ansonsten haben doch jetzt alle schon gestoppt, quasi. Nee, Marcel, doch, Marcel T. kommt jetzt gerade. Hauke kommt jetzt. Tobias Soltau bleibt draußen. Ich meine, ich kann und der hat aber Alexander Voss hinter sich. Der wird jetzt gleich zum... der ja schon gestoppt hat. Der lässt den jetzt auch direkt ziehen. Schöne Rennübersicht von Tobi. Und wen haben wir noch? Oliver Halm hier vom Coyote Racing Team. Auch schöne Skins. Ja. Der hat noch nicht gestoppt, wobei der wird jetzt mit Sicherheit auch gleich kommen. Jörn Jens ist gerade vor Angelo Michel raus. Ja, was hatten die? 2 Sekunden unterschiedliche Stoppzeit. Genau. So, da bin ich jetzt mal auf die nächste Runde gespannt. Ey, ich zitiere. Was wollt ihr eigentlich üben? Auto wegwerfen habt ihr doch bestimmt noch nicht verlernt. Wie schnell schaffen wir das nach Berlin und wieder zurück? Nein. Darf ich kurz anmerken, ich habe noch keins weggeworfen. Ja? Sagen wir es mal so, du hast keins weggeworfen, wo es was ausgemacht hätte. Genau. Ich verliere die immer nur im Training. Ja, oder wenn sie eh schon krumm sind. Ja, oder das. So, Tobi, der war schon stoppen, Pichler auch schon und Tobi macht jetzt Druck auf. Patrick, da geht's um aktuell 9-10, respektive wenn man die anderen noch nicht Stopper wegzieht, 7-8. Ja, lass uns mal abwarten. Wenn jetzt mal alles bereinigt ist. Also Christian Frank ist in der Box. Wäre auf jeden Fall mal... So, Christian Frank steht...
Wer vor euch, sorry. Wer auf jeden Fall mal vorm Jörn Jens ist und auch vorm Angelo Michel, ist der Markus Irak. Ja, und der Tom Valentini aber auch. Tom Valentini auch, richtig. Genau, also das. Eigentlich ist die Spitze derzeit Voss, Valentini, Irak. Das ist die Top 3 bei Tobias Soltau. Dazwischen, der ist quasi überrundet, der war noch nicht stoppen. Also nicht überrundet, sondern der ist de facto nicht auf 2. Was hat Markus für einen Abstand auf Valentini? 5 Sekunden. Und Valentini hat eine Sekunde Vorsprung, Rückstand auf Soltau, also 4,6 Sekunden auf den führenden Rückstand. Ja, aber bei der Pace, die Alexander Voss gehen konnte, Jörn Jens muss noch ein paar Leute überholen, bin ich mir ziemlich sicher, dass Alexander Voss derzeit das beste Blatt auf der Hand hat in diesem Poker-Krimi hier. Ja. Ich weiß es nicht. Naja, der war stoppen, der hat 5 Sekunden Vorsprung auf Valentini, gerade eben waren es noch 4, noch was. Und der Abstand zu Jörn Jens bleibt gleich, 13-3, 13-4. Und mit jeder Sekunde, die da runter tickt, das spielt ihm natürlich in die Karten. Demnach wäre Markus gerade auf Platz 3, richtig? Ja. Boxenstopper, ja, meine ich. Ja. Und Christian Frank Oliver hier jetzt im Bild, der Jörn ist Jens auf der 4, der Oliver Halm fährt gerade zum Boxenstopp. Genau. Und Jörn Jens ist gerade noch eine Runde draußen. Respekt. Der wird aber auch jetzt durchgereicht. Uiuiui. Der Oliver Halm? Tobias Soltau. Ja, Tobi Soltau, naja, durchgereicht noch. Ah, fährt 1,49er Runden. Ja. Eine Sekunde lang oder 8 Zehntel langsamer als. Ah, gut, mit alten Reifen jetzt noch. Dafür hält er sich ganz klasse, hat auch schon eine Delle in der Tür. Also der Alexander Voss ist gerade persönlich Westside gefahren im Rennen. Ja. 1,46,6, also das ist schon eine Hausnummer, ne? Also wie gesagt, ich da kann man schon fast Geld drauf setzen, dass Alexander Voss das zweite Rennen gewinnen wird. Ja. Von der Konstellation her, der hat dem Valentini gerade 2 Sekunden abgenommen. Das ist schon eine Hausmarke. Und Markus wird sich wohl oder übel eher mit einem Jörn Jens beschäftigen müssen, der von hinten kommt, als dass er sich mit einem Tom Valentini vor ihm beschäftigen muss. Richtig, weil der Jörn Jens nämlich fast eine halbe Sekunde schneller fährt. So, Tobias Soltau kommt jetzt. Okay, dann haben wir jetzt wirklich gleich ein Boxenstopp-bereinigtes Tableau. Ja, dann ist der jetzt drin. Dann blenden wir das mal ganz kurz ein. Ja, wartet noch bis. Oh, der Jörn Jens, der ist aber jetzt wirklich schwer rangefahren. 1,7 Sekunden hinter Markus. Ja, wo es auch spannend ist, ist hier Christian Frank gegen Patrick Pichler. 0,1. Ach, da ist er. War gerade nicht im Bild. Ich dachte mir, wie können das 0,1 Sekunden sein? Also das ist jetzt hier gerade das engste Duell zwischen diesen beiden Herren. Und wo es auch noch eng ist, ist hier zwischen Schallenberg und Christian Kiewit. Darf man immer nicht unterschätzen. Die Jungs um Platz 20, 25 rum, die kämpfen mit den Punkten. Mit den Punkten darum, quasi in den Top 25 der Gesamtwertung zu bleiben, um nämlich für Grid 1 gesetzt zu bleiben.
Weil dann muss man nicht durch das Pre-Qualifying, wie das Markus dieses Mal musste. Und das ist halt für viele auch schon quasi wie ein Sieg. Also, und Respekt vor der Leistung, sich da wirklich konstant in Grid 1 halten zu können. Aber wer jetzt hier auch Lust hat, GTS zu fahren, wie gesagt, 20 Minuten Sprint, 60 Minuten Ausdauerrennen, ja, Neulinge gerne willkommen, auch gerne in der Saison einsteigen, dann vielleicht nicht auf die Gesamtwertung schauen, weil es fehlen einem ja ein paar Rennen, sondern Erfahrungen sammeln oder Leute kennenlernen. Oh, Pichler ganz, ganz weit. Ja, und dann nächste Saison angreifen und schöne Rennen bis dahin haben. Und Erfahrung sammeln. Genau, Christian Frank, boah, das wird eng. Oh, ich weiß, wo es noch eng ist. Ja. Ja, Markus Jörn Jens. Ja, sehe es auch gerade. Da ist der Jörn Jens gerade ganz gewaltig an den Markus rangefahren. Die zwei können sich jetzt ganz getrost miteinander beschäftigen. Weil nach hinten ist Luft, nach vorne ist Luft. Also die können jetzt mal Spaß haben. Obwohl, der Tom Valentini, letzte Runde, eine Sekunde langsamer. Ja, was hatte Valentini für eine Stoppzeit? Für eine Standzeit 17,4. Ich wette mit dir, der hat keine Reifen gewechselt und das rächt sich jetzt gerade. Das kann gut sein. Also der Alexander Voss hat definitiv Reifen gewechselt, der fährt. Ja, die haben alle 29er, 27er, 30er Stoppzeiten. Das variiert natürlich auch, welches Auto mehr verbraucht. Aber mit 17 hat man definitiv keine Reifen gewechselt. Nein. Da muss der Markus sich aber einige Attacken gerade wehren. Ja, haben wir gerade aus der Onboard von Jörn Jens im Bild. Jetzt holt er hier ein bisschen weiter aus und guckt dem Markus wirklich ins Getriebe, aber sowas von. Ah, da hat er gelupft, hast du es gehört? Da hat er kurz gelupft, weil lieber hier dranbleiben und sich hier durch die SS ansaugen und den nächsten Punkt, wo man richtig den Anker wirft, dann daneben setzen. Ja, aber da waren die zwei jetzt gerade schon wieder. Ja, da ist die Attacke. Da ist die Attacke. Oh, da ist er. Aber kann er sich wehren? Kann er sich wehren? Nee, Markus bremst nicht. Einen ganzen Tick früher. Wahrscheinlich, um so schnell wie möglich wieder nach innen zu kommen, um so wenig wie möglich Zeit zu verlieren, um vielleicht sich zu positionieren dann. Für die Gegenattacke, Das ist außenrum. Nein. Aber, komm, Markus, hinten dran bleiben, einig bleiben, den Windschatten nutzen und vielleicht noch Valentini abfangen. Also das ist schon... Ja. Weil die kommen jetzt wirklich mit 7 Meilenstiefeln da hinten an. Ja, das sind 2 Sekunden, hat Jörn Jens nur noch auf diesen McLaren hier. Ja. Guck mal, haben wir hier mal eine schöne Kamerasicht, wo man das ein bisschen besser sieht. Da sieht man den Abstand oder den fast nicht mehr vorhandenen Abstand bei 16 Minuten noch zu fahren. Auf 10 Stefan Keute, ich glaube, der ist derzeit, wenn er den 10. nach Hause fahren kann, der hat 3,5 Sekunden Vorsprung auf Sven Glatzel. Ich glaube, der ist richtig zufrieden mit seinem Rennen. Der hatte letztes Jahr auch regelmäßig mal Pech. War dann immer mittendrin, statt nur dabei, wenn es irgendwo gescheppert hat. Und Christian Frank, der wollte defensiv angehen. Das hat bis jetzt, glaube ich, ganz gut hingehauen. Auf 6. Ja. Ja, Fantini, Fantini an Czerny dran. An Tobi. Ja, und Tobi hat, glaube ich, beschrieben, er kriegt den Ford A, fehlen ihm so die letzten 1/2 Zehntel und auf die Distanz. Das, was Markus
so einigermaßen umgesetzt bekommt anscheinend. Da hat Tobi noch nicht den letzten Dreh im Setup gefunden. So ein Jörn Jens ist dran, ne? Da. Ja. Yep. Definitiv, der ist, das geht auch jetzt, glaube ich, ganz schnell und im Schlepptau eigentlich. Ah, das ist eine Sekunde. Aber Markus fährt gerade, was für Rundenzeiten? Letzter 1,48,4. 1,48,4 zu 1,48,6 von Tom Valentini. Da kommt er nicht wirklich ran. Nee. Markus war Dritter, nee. Im ersten Rennen war Markus. Christian ja. Frank war Dritter. Markus war Markus Vierter, glaube ich, ne? Ja. Dann wäre es natürlich schon eine schöne Sache, wenn da noch ein Podium rauskommt. Ja. Zweimal Blech ist vielleicht schon ein bisschen ärgerlich. Und da kommt die Attacke. Und da ist er vorbei. Ja. Ja. Valentini steckt auch direkt zurück. Ich glaube, der will da eher schon verteidigen. Genau. Genau. Und glaube, da kommt jetzt auch direkt die Attacke von Markus. Ja, man sieht auch, dass Markus diese Kurve hier bis zum Scheitelpunkt viel enger fahren konnte. Weil die Reifen auch viel besser noch tragen. Kann dann dadurch natürlich auch wieder ein Tick früher am Gas sein. Oh! Da war Jörn Jens aber weit draußen. Ja. Das wird sich demnächst rächen. iRacing hat schon angekündigt. Rear-Road-Feature ist in Entwicklung. Dreck. Ja. Oh, Valentini quer. Hast du es gesehen? Ja. Yep. Mit einem Mega-Drift. Wir warten mal noch kurz die Attacke ab. So, da ist sie. Da fehlen jetzt die Umdrehungen. Und damit wäre Markus auf der 3. Dann gehen wir nochmal aufs Replay und dann gucken wir uns das nochmal aus einer... nochmal aus der Onboard an. Den Drift. Ah, ein bisschen weit zurückgespult, egal. Oh, hat er aber korrigiert. Holla die Waldfee. So, Markus auf 3, also Voss, den hat man lange nicht im Bild gehabt, Ehre wem Ehre gebührt. Dieser Mann führt mit 14 Sekunden und da lege ich mich fest, bei 11 Minuten 20 zu fahren. Das wird wohl reichen für Alex Voss von Komodo Sports für den Rennsieg im zweiten Lauf. Glaube ja. Also wenn er jetzt nicht noch irgendwie auf dem Überrundeten aufläuft und irgendwas passiert, der Red Bull alle geht oder weiß ich nicht. Beim Sprit verpokert soll es ja auch schon mal gegeben haben. Klar. So, und war hier Fantini, der knabbert immer noch an Tobi. So richtig vorbeigekommen ist er da bis jetzt noch nicht. Haben wir denn im hinteren Feld noch ein paar engere Grüppchen? Den hatten wir heute zum Beispiel noch gar nicht groß im Bild. Wie passend Henry Groß, nämlich der war ja ziemlich schnell im Startcrash verwickelt. Hier der Z4 von Heusentwelt Engineering im Fight mit Tobias Soltau. Oh, Elmar bis auf 18 zurückgefallen. Da muss doch irgendwas passiert sein. Ja, der hat inzwischen schon mehr als nur eine Delle. Ja, Henry Groß auch neu in der Serie mit der Startnummer 108.
mal ganz kurz ins Bild geholt und vorgestellt. Jon Jens, der Intervall, der wird gerade so riesig groß. 45 Sekunden, 46 Sekunden, 47... Ah, okay, war ein Anzeigefehler im Timing-Tool. Ich dachte gerade schon, da ist irgendwas passiert. Ne, Markus kommt da aber auch nicht mehr ran. Also ich glaube, das Podium ist so ziemlich bezogen. Ja. Es könnte sogar eher sein, dass Valentini nochmal Attacke reiten kann. Ja, der fährt mittlerweile eine Sekunde langsamer als Markus. Das glaube ich nicht. Ja, wobei der Abstand, der Intervall wird mir ja immer zwischen 0,9 und 1 angezeigt. Also wenn er das halten kann, vielleicht, jetzt sind es sogar 0,8. Wobei ich glaube, bei 9 Minuten Rest... Ich glaube eher, dass der Valentini nach hinten gucken muss. Genau, auf diesen Mann hier. Und wenn Markus... das könnte dann nämlich, das sind gerade mal 2 Sekunden quasi. Wenn Angelo Michel, der fährt nämlich knapp eine Sekunde schneller als die beiden. Also der fährt eine Sekunde schneller als Markus, sondern eine Dreiviertelsekunde und eine Sekunde schneller als Valentini, 1,5 Sekunden. Das kann sogar sein, dass wir hier ein Core-Doppelpodium noch erleben können, dürfen. Na gut, ranfahren und vorbeifahren, sind noch 2 Paar Schuhe. Ja, an Valentini ist es, glaube ich, noch einfacher mit den alten Reifen, aber dann Markus dann noch zum Knacken, Junge, da. Ja, und Alexander Voss hängt, also geht's, glaube ich, wirklich schon mittendrin in den Überrundungen. Robert Klotz hat er schon überrundet. Jetzt läuft er auf Peter Kiermaier auf. Ja, hat noch so knapp 2 Kurven. Ja. Ja, und Angelo Michel, der ist jetzt dran fast, ne, am Valentini. Yep. Jetzt ist er ganz dran. Auf der Bremse. Ja, kommt die Attacke? Kommt sie? Außenrum? Ja, nee, angetäuscht? Nee, ja, das reicht. Er hat den Schwung voll mitgenommen und... Ja. Jo, sauberes Manöver, schön gemacht. Ja, aber ganz... Oh, Valentini, wir versucht's vielleicht nochmal. Ja, die Gegenattacke vielleicht. Ah, der McLaren, der geht schon auf der Geraden, jetzt durch die S's. Mal gucken. Mal gucken, jetzt hier der Konter. Ne, ich glaube, da ist er zu weit weg. Ein Konter. Oh, verbremst! Da hat er sich ein bisschen vertan, nein, der Alexander, der Angelo Michel. Da kam das Auto beim Anbremsen ganz leicht quer, vielleicht ein paar Meter zu spät gebremst. Mal gucken, wenn die Reifen jetzt heiß sind, da wieder ein Rutscher, glaube ich. Sieht man schön, der Angelo Micha hat glücklicherweise einen gelben Fahreranzug. Da sieht man die Hände immer schön im Cockpit arbeiten. Da kann man immer sehr gut sehen, was der Fahrer gerade an Eingaben am Lenkrad macht. Jetzt muss er halt echt aufpassen, dass er, wenn der Reifen überhitzt hat, dass er dem jetzt ein paar Kurven möglichst gibt zum wieder Temperatur runterbringen, ohne sich da in eine Angriffsposition zu bringen. Und jetzt sind es direkt 2,5 Sekunden auf Markus. Also der freut sich, glaube ich, über den Rutscher.
So, Schöttler ist inzwischen. Ne, wer hat vorhin gegen. Fantini ist inzwischen an Tobi Czerny vorbei. Hatten wir ja ein paar Mal im Bild. Auch ein größerer Abstand. Stefan Keute immer noch. Ja, souverän auf Platz 10. Das sind. Oh. Was? Der Tom Valentini, ich sitze gerade on board beim Tom Valentini. Ja. Und der ist also wirklich schwer am Rudern. Dass er da das Auto auf der Strecke hält, also er hat mal gerade richtig. Ja, wir gehen jetzt mal in die Gyrocam, da sieht man nämlich auch die Arme des Fahrers. Und dann wollen wir den Zuschauern doch mal das präsentieren, was Tom gerade angesprochen hat. Ja, man hört es optisch auch. Oh, ja, oh das. Hey, man hört es optisch. Geil, ja, ne? Ja, definitiv. Da auch wieder untersteuern und leicht auf der Vorderachse. Und am Ausgang, ne, hier geht's. Da dachte ich schon, da kommt das Auto wieder quer. Da hat man immer das Problem, wenn das Auto am Eingang untersteuert, hat man gerne dann auch am Ausgang direkt übersteuern. Und das setzt sich dann von Kurve zu Kurve fort, weil Reifen überhitzen, es rutscht noch mehr und das ist schwierig. Wolltest du was sagen, Tom? Sorry. Ja, ich bin gerade mal so die ganzen Onboards durchgeklickt und die sind aber wirklich alle schon schwer am Rudern da. Das ist der Jörn Jens, der war auch gerade ganz klar, ganz kurz davor abzufliegen. Also die haben alle wirklich mit dem Reifen zu kämpfen, das muss man wirklich sagen. Na, jetzt sind wir mal onboard bei Markus. Oh, 2:25 noch. Mhm. Ging aber heute wirklich schnell vorbei, muss man sagen. Die 60 Minuten, ja, war irre spannend. Ja. Oh, Valentini jetzt wird gerade hier von Christian Frank überholt. Ja. Machen wir doch mal Replay, da haben wir das Manöver nochmal im Bild. Und damit ist der Clubsport-Pilot auf 5. Ja, gutes Ergebnis, oder? Da wird er, glaube ich, zufrieden sein, wenn er das so nach Hause bringt. Ja, glaube ich auch. Es hat sich ja am Ende der letzten Saison so ein bisschen rauskristallisiert, dass der Christian da mit dem Auto immer besser parat kam. Ja. Ich weiß noch, wie er ewig lang geführt hat in Daytona. Nee, da hat er sogar gewonnen, oder? Ich glaube, Daytona hat er einen Lauf gewonnen. Richtig, da hat er doch gewonnen. Richtig, also da hat er schon so ein klein bisschen, dass er da auf dem richtigen Weg war für Setup etc. Oh, wer stand da? Robert Klotz, der rollt geradeaus. Ja, was hat er denn? Jetzt ist er weg. Ja, ist er weg und in der Box und das war's. Ich glaube, Tank leer. Wäre natürlich ärgerlich. Jo, na gut. Der lag an 29. Position, glaube ich, ne? Ja, es gibt aber, na gut, die 75% hat er geschafft, aber kriegt die Ankommapunkte oder die Distanzpunkte.
ja, wo es auch nochmal vielleicht ein bisschen eng werden könnte, wäre hier Marcel T. gegen Lars Konrad. Also das Häusingfeld, das Indigo-Auto, Entschuldigung, gegen das Pure Racing-Auto. Was? Ja, so, jetzt haben wir letzte Runde, kann das sein? Ja. Zeit runter. Alex ist gerade nochmal über die Linie. Er hat eine Triumphrunde noch. Respekt an die Techniker von Core und an die Taktiker und vor allem an die Fahrer bisher. Super Job gemacht. Ja, in eine Runde noch. Markus wird es verfluchen, weil der hat jetzt 1,3, 1,4 nur noch auf Angelo Michel Vorsprung. Und wenn es mal richtig blöd läuft, der braucht nur ein Fehlerchen drin sein, ja. Dann sind es nur noch 2-3 Zehntel und dann könnte da nochmal eine Attacke kommen. Der wird natürlich auch ganz alles in die Waagschale schmeißen. Der hat nach hinten Luft. Gucken wir mal, was ist denn... Ja gut, die letzten Rundenzeiten waren identisch. Fast bis aufs Hundertstel. Aber man darf eben keinen Fehler machen. Und in einer Runde mehr hat man 17 Kurven Zeit, Fehler zu machen. Genau. Aber Jörn Jans, würde ich sagen, da rächt sich gerade am Anfang, dass er... Im Verkehr festhing, ja. Genau das. Wäre er da nicht festgehangen? Das sind genau die, wenn man jetzt sieht, dass er ein Loch zugefahren hat von über 5 Sekunden auf den Alex Voss. Aha. Das, wenn man das... Oh, wer rollt da aus? Der Hannes Thaler rollt da aus. Ja, auch spritlos. Ei, wei. Und das ist bitter. Und kein Mola mit Kanister ums Eck. So, Alexander Voss holt sich den verdienten Laufsieg in Rennen 2 des... Gratulation an Core Motorsports, an Alex, und dann gehen wir direkt nach hinten. Jörn Jens, P2 und auch. Markus, ja, guck mal, das ist nochmal richtig eng geworden. Oh ja. Aber... Ja. Dritter. Vierter Angelo Michel. Ja, Dritter. Da darf Markus am Wochenende bei der VLN mitmachen, oder? Ja, da war schon. Ja. Wir machen das jetzt immer von Rennergebnissen abhängig. Genau. Jetzt darf er. So, genau. Auf 4 Angelo Michel, auf 5 Christian. Oh, da rollen ja noch tatsächlich welche aus hier. Wer denn noch? Stefan Schmidt? Nee, der fährt noch. Der hat nur irgendwie... Letzel wird mir gerade auf 11 gezeigt. Ja, das ist die ganze Zeit so. Das passt. Ja? Ja. Wo es eng ist hier zwischen Keute und Tobi. Tobi muss hier noch gucken, dass er nicht den 9. Platz noch wegschmeißt. Oder sind die schon durch? Nee, kann ja nicht. Doch, die sind schon durch. Guck. Sind die durch? Ja. Ja, die haben 34 Runden gefahren und Alexander Voss hat auch 34 Runden gefahren. Also die sind definitiv durch. Ja, wir hatten zwei Leute, die Führungsrunden hatten. Nämlich Alex Voss mit 32 von 34 und Christian Frank mit 2 von 34. Also das kann man dann schon Dominanz nennen von dem Mann, der hier gerade, glaube ich, Donuts gedreht hat oder noch dreht. Dreht, oder? Gerade die Wand fährt? Nein? Nee, der stellt ihn, glaube ich, an die Wand. Naja gut, doch nicht. Ich glaube, da war leer. Aber wenn das Auto nicht im Parc Fermé ankommt, nee, das war bei uns. Das wäre geil, noch eine Parc Fermé-Regel, genau. Ja. Da hätten wir jetzt ein Problem. Nein, wir nicht. Wir sind nur Fernsehen. Wir dürfen das. Heiko, wollen wir Interviews machen? Ja, aber sicher doch, Christian. Also, wenn ich wahnsinnig gerne hätte, ja, weil ich gehört habe, der muss eine verdammt hübsche Freundin haben, da können wir den Kai Edel auch mal drauf ansetzen gleich, auf diese wichtigste aller Fragen. Nein, den Rennsieger logischerweise, aber der ist nicht da, ne? Und den Angelo Michel, ich glaube, die sind beide nicht im Teamspeak, ne? Nein, die können wir leider nicht wollen. Dann noch über den Drittplatzierten. Wir haben ja sonst niemanden. Ja, das ist ja toll. Na, dann hol den Markus mal runter.
Den frage ich. Also wenn jemand zuguckt den hole ich und den einfach runter. Ja, wenn jemand zuguckt und den beiden und den Chornasen mal Bescheid sagen soll, die sollen sich doch mal bitte zum Interview einfinden. Also am Anfang des Rennens war super. Hallo Markus, du bist live. Hallo ja. Markus. Ja, sprich weiter. Schön, dass man immer so ganz ohne Vorwarnung reingezogen wird. Am Anfang des Rennens war super, ja. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Vielen Dank. Wurde ja doch noch eng nach hinten, oder hat's alles im Griff? Nee, es wurde schon noch eng nach hinten, aber das war eigentlich auch klar. Ja. Ich bin vorher hinter Patrick und Angelo hergefahren und wusste, dass ich sie auf der Strecke wirklich nur sehr schwer kriegen werde. Und habe gedacht, mache ich meinen Stopp sehr früh, versuche mit frischen Reifen einfach die Positionen zu gewinnen und danach irgendwie zu verteidigen. Und genauso hat es ja dann letzten Endes auch funktioniert, glücklicherweise. Ja, schön, klasse. Ja, das hat uns gefreut. Wir haben es aufregend verfolgt. Es war ein aufregendes Rennen. Doch. Ja, hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch wen grüßen? Sponsoren? Menschen? Ja. da fällt mir jetzt gerade spontan niemand ein. Wenn ich oh! Okay. Oh. Ja, wir kriegen den Namen schon noch raus. Ja, ich verstehe. Alles klar, dann danken wir dir. Und schönen Abend noch. Ich habe zu danken, jedenfalls. Jo, ciao. Ciao, Markus. Kann es sein, dass wir da einen Zweitplatzierten in einem Warteraum haben? Ja, ein Jörn. Ja, dann holen wir den nochmal. Hallo, Jörn. Oh, hallo. Herzlichen Glückwunsch zum Zweitplatzierten. Ja. Erzähl. Vielen Dank. Erzähl, wie war's? Wie war's für dich? Mir war nicht klar, dass der Sieg wahrscheinlich nicht drin war, weil Alex halt vorne gestartet ist. Da hätte schon irgendwas passieren müssen. Ich hing halt erstmal gut im Verkehr fest. Bisschen Sprit gespart, dass ich ein bisschen weniger nachtanken konnte. Dadurch konnte ich an Angelo vorbeigehen. Glücklicherweise. Und dann ging das ja relativ einfach dann, weil Markus und Tom waren halt beide auf relativ alten Reifen unterwegs. Ich glaube, Tom hatte gar nicht gewechselt. Nee, Tom hat 17 Sekunden Standzeit. Da waren wir uns nicht sicher, aber das ist definitiv dann kein Reifen gewechselt, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Und dann ging das halt noch nach vorne auf P2. Das war halt Maximum, was drin war, bin ich sehr zufrieden mit. Ja. Super. Rennen 1 war bei dir der Rennsieg, ne? Genau. Ja, da hast du ja fast maximale Ausbeute wieder geholt. Wie sieht das bei dir teamtechnisch aus? Du fährst derzeit alleine, hatten wir vorhin geguckt. Das ist immer sehr, sehr schade, wenn man selber so persönlich super Ergebnisse fährt, aber in der Teamwertung zwangsweise nicht so wirklich vorankommt. Was ist mit Philipp los? Oder gibt's Möglichkeiten, da jemanden zu rekrutieren, dass ihr da vielleicht mal Attacke fahren könnt? Ja, das sind alle so treulose Seelen bei uns im Team. Die haben mich alle im Stich gelassen. Was muss man denn mitbringen, um Jörn Jens zu einem anderen Team für die GTS zu holen? Oder was muss man denn als das Fahrer mit? Bitte? Das ist teuer. Könnt ihr euch nicht leisten. Wir könnten ja statt 3 T&N Caps nur 2 verlosen und 1 dem Jörn Jens geben. Yay. Nein, im Ernst, was muss man denn mitbringen, um in ein Team wie Quanda reinzukommen? Ihr seid ja nur echt eine Marke, sag ich jetzt mal, im Simracing. Muss man schon mit den Besten mithalten können, ne? Zumindest. Und nicht nur auf eine Runde, ist halt auch wichtig, Konstanz ist eine sehr wichtige Sache. Und ja, menschlich sollten die Leute auch noch gerne dazu passen. Ansonsten ist es halt auch nicht gut. Und dass die anderen, die Leute, die noch im Team sind, noch weiter in der GTS fahren, keine Chance? Oder? GTS denke ich mal nicht. GTE werde ich mich wahrscheinlich mit einem anderen Team zusammentun. Da muss ich mal schauen, wo ich dann da landen werde. Das ist aber schade. Dann tu dich doch mal mit jemandem zusammen für die GTS. Weil ich finde, Teamwertungsspannung, ich sehe das so ganz neutral. Genau das. Naja, das ist. Jetzt sind halt schon viele, viele Punkte vergeben. Ich glaube, jetzt ist es schon fast zu spät, da jetzt auch irgendwie einzusteigen. Dann GTE, da sehen wir uns dann. Da können wir gleich Werbung machen für die GTE. Also alle Teams, die sich jetzt ab 2030 angemeldet haben, die nicht alle, sondern die ersten, was hatten wir gesagt?
Das erste Team, was sich nach unserer Ansage um 21.30 Uhr meldet. 20.30 Uhr war das. War das 20.30 Uhr? Ja, ja. 20.30 Uhr gemeldet hat für das GTE-Rennen am Sonntag, bekommt ein Team-Cappy von uns, von Team der Motorsport, und die ersten 5 Teams kriegen jeder Fahrer einen Sticker von Team der Motorsport. Genau. Und dann könnt ihr nicht nur mit uns, das ist ja schon mal geil, mit uns auf der Strecke sein, sondern mit Jörn Jens. Und jetzt kommt die geilste Überleitung überhaupt, mit dem Rennsieger Alexander Voss. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Ja, guten Abend, Dankeschön. Auch Sie, Glückwunsch natürlich an Jörn für den Gesamtsieg. Jo, danke. Gutes Rennen auf jeden Fall. Ja, Alex, erzähl mal, wie war's? Ja, durch die Quali-Sperre war es natürlich in Rennen 1 ein bisschen, ja, abwechslungsreicher für mich. War da einiges los im Feld auf jeden Fall. Ich bin eigentlich ziemlich gut gestartet, konnte ein bisschen von dem größeren Startcrash am Anfang profitieren, wo bestimmt 4-5 Autos drin verwickelt waren. Und bin dann eigentlich auch relativ unfallfrei nach vorne gekommen, außer einen kleinen Stupser an Alex Czerniszek. Sorry nochmal an dieser Stelle. Ja, ansonsten konnte ich in die Top 10 reinfahren, was auf jeden Fall schon mal wichtig war, um im Reverse Grid dann hinterher auf 2 zu stehen. Ja, und das war dann quasi fast elementar wichtig für den Rennsieg in Rennen 2. Am Ende wurde es nochmal etwas knapp, da ich Sprit etwas eng kalkuliert hatte. Daher musste ich dann nochmal ein bisschen Sprit sparen. Okay. Wie sehr hat dir geholfen? Da haben wir so ein bisschen spekuliert, dass Jörn am Anfang so ein bisschen im Verkehr stecken geblieben ist. Mit Sicherheit ziemlich was zu beigetragen, oder? Ja, definitiv. Also ich hatte es natürlich mit einkalkuliert. Ich wusste, dass Markus und Christian und ein paar andere, die da vorne noch bei waren, sicherlich nicht klein beigeben werden. Und ja, es hat mir auf jeden Fall dabei geholfen. Wäre es nicht gewesen, wäre es am Ende nochmal deutlich knapper geworden. Dann letzte Frage. Wir haben jetzt Rennen, also Event 1 und Event 2 ja leider nicht streamen können. Deswegen müssen wir die Zuschauer auch so ein bisschen noch mit ins Boot holen. Wie bist du bisher mit dem Saisonverlauf für dich zufrieden? Prinzipiell auf jeden Fall bin ich damit zufrieden. Also ich müsste jetzt insgesamt eigentlich Zweiter sein. Ich glaube, Jörn hat mich jetzt überholt. Da Jörn jetzt auch nicht der allerschlechteste Fahrer ist, kann ich damit auf jeden Fall leben. Und ja, es ist noch alles drin. Also da wird auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Das klingt gut. Dann Thomas, hast du noch eine Frage? Nein, ich habe gespannt zugehört. Ja, dann sagen wir nochmal Danke an euch beide. Danke Alex, danke Jörn. Und verabschieden euch schon mal. Ja, und schönen Abend noch euch beiden. Schönen Abend euch auch noch, danke. Feiert schön. Ja, Thorsten. Ja, Christian, Tom. Heiko, haben wir noch was zu sagen? Naja, wir haben den Rennsieger vom Lauf 2, vom 60-Minuten-Rennen jetzt hier noch im Bild. Und zwar einmal das Fahrzeug und unten auch sehr schön mal ein Gesicht dazu. Und also es war ein sehr kurzweiliges Rennen. Wir hatten zwar jetzt nicht die Mega-Zweikämpfe, aber taktisch war es auf einem ganz hohen Niveau, finde ich. Ja. Super fair auch, was wir so gesehen haben. Es waren jetzt keine unnötigen Szenen dabei. Ich glaube, der Startcrash, der war blöd, aber war jetzt ja auch nichts Böswilliges. Von daher freuen wir uns doch einfach aufs Rennen Nummer 4. Und jetzt kommt wieder die schlechte Vorbereitung zum Tragen. Am 6.4. in Donington Park. Also wir bleiben auf der Insel. Ja. Und ja, danach kommt dann schon, nächstes Rennen ist 20.04. Spa, Nacht. Dann geht's weiter im Mai Monza, dann Road America, Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Bathurst, Phillip Island und dann die Siegerehrung auf der Simracing Expo am 19.09., 20.09., das Wochenende in Lind. Am Nürburgring. Das war mal so ganz kurz der Überblick über die GTS-Saison. Und wir sehen uns dann dementsprechend wieder am 6.4. ab 20.30. Ich bin Thorsten Brandt, sag schon mal einen schönen Abend und übergebe dann das Schlusswort nochmal an Tom. Ja, ich schließe mich dir an. Ich danke fürs Zuhören.
Es war ein aufregender Abend und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Schönen Abend noch und macht's gut. Ciao.